Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Laura Roman-Höhn, ich bin Hebamme seit über 10 Jahren und selber mittlerweile Mama von 4 Kindern. Und auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Babys erstes Lebensjahr. Aber heute wollen wir mal was ganz anderes machen, denn heute wollen wir uns mal den Geburtsbericht von Dagi B anschauen. Und ja, ich schaue ihn quasi mit euch zusammen an. Ich bin selber mega gespannt, weil das ist mein erster Geburtsbericht, den ich mir hier bei YouTube angucke. Und deswegen würde ich sagen, reden wir gar nicht lange um den heißen Brei, sondern fangen jetzt direkt an. Hallo, was geht ab und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, zu einem ganz besonderen neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Es ist mittlerweile unglaubliche sage und schreibe, jetzt zu diesem Zeitpunkt 3 Wochen her, auch schon 3 Wochen, krass, dass mein Sohn Nelio zur Welt gekommen ist. Und es ist so, ich kriege dieses Grinsen einfach gar nicht mehr aus dem Gesicht, weil es war das unglaublichste Erlebnis, was ich je in meinem Leben erlebt habe, und davon möchte ich euch sehr, sehr gerne erzählen. Und zwar, da kann ich ja gleich mal einhaken, also das berichten ja wirklich auch alle frisch gebackenen Eltern, alle Mamas, dass es wirklich einfach ein ganz einzigartiges Gefühl ist und ja, durch nichts in der Welt irgendwie zu ersetzen und auch nicht zu vergleichen. Und ich muss sagen, das habe ich genauso empfunden bei meinen Geburten. Also wirklich, wenn man dann die Babys im Arm hält nach der Geburt, dann ist ja in der Regel meist ziemlich viel vergessen oder auch alles vergessen und man ist einfach nur total glücklich, super stolz und genießt einfach den Moment. Und ich finde, man sieht auch bei ihr richtig so das Glitzern noch in den Augen. Ich finde das total schön, diesen Zauber, den das einfach mit sich bringt. Kommt heute mein lang ersehnter Geburtsbericht. Ich wurde wirklich voll gespammt. Seit dem Zeitpunkt, als ich die Geburt bekannt gemacht habe, kommt ein Geburtsbericht? Wirst du einen Geburtsbericht machen? Wird es einen Geburtsvlog geben? Dazu kann ich euch sagen, es wird auf jeden Fall keinen Geburtsvlog geben. Das Ganze haben wir wirklich für uns einfach ja, erlebt und das bleibt auch im Privaten. Wir haben es zwar mitgefilmt tatsächlich, schön, aber ja, das ist sowas, was ich jetzt nicht öffentlich machen würde. Nicht privat für uns, und wir gucken es uns wirklich auch sehr, sehr gerne an, einfach dieser Moment. Ich glaube, ihr werdet aber auch Verständnis dafür haben, dass wir das jetzt nicht zeigen, weil es ist einfach so ein emotional privater Moment für uns gewesen. Das wird auf jeden Fall nicht in die Öffentlichkeit kommen, das aber dafür wird verstehen. Es einen ausführlichen Geburtsbericht jetzt hier in diesem Video von meinem Sohn Nelio geben. Das hat sich auch noch so komisch an von meinem Sohn, aber ich habe einfach ein Baby zur Welt gebracht und das war einfach, wie ich... Da hake ich auch nochmal ein. Also es ist ja so, man freut sich über die Schwangerschaft, man ist einfach mega happy, man bereitet sich die ganze Zeit auf die Geburt vor und plötzlich hat man das Baby in den Armen nach der Geburt und denkt irgendwie so, krass, ich bin jetzt Mama und ich habe jetzt ein Kind in den Armen, obwohl das ja klar ist und alles sich dahin entwickelt, aber trotzdem muss man das erstmal realisieren nach der Geburt. Also so ging es mir auch immer wieder, ehrlich gesagt. Gerade schon gesagt, das krasseste Erlebnis, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Und es ist auf jeden Fall auch ein positiver Geburtsbericht. Das kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Falls ihr gerade schwanger seid oder in der ähnlichen Situation seid, wie ich es war vor der Geburt, guckt euch auf jeden Fall nur positive Geburtsberichte an. Lasst euch nicht von negativen Sachen irgendwie beeinflussen. Ich habe auch wirklich sehr, sehr viele YouTube-Videos angeschaut vor der Geburt, damit ich mich so ein bisschen darauf einstellen kann, damit ich so gucken kann, okay, wie kann es ablaufen, wie, was passiert da? Mein größter Tipp an euch, auf jeden Fall nicht mit negativen oder Horrorgeschichten irgendwie von anderen Schwangeren und anderen Geburten irgendwie befassen. Bleibt einfach positiv. Ja. Es waren ein paar kleine... Da hake ich auch nochmal direkt ein. Also das ist auch ein Tipp, den ich wirklich allen werdenden Mamas da draußen mitgeben kann und viele, die schon ein Baby bekommen haben und jetzt vielleicht zuschauen können, das nachvollziehen. Es ist ja so, dass man häufig auch ungefragt leider viele Geschichten zugetragen bekommt über die Geburt, aber auch über die Zeit danach mit dem Baby, das Wochenbett etc. Und man macht sich dann wahnsinnig viele Gedanken, lässt sich natürlich verunsichern und leider ist es ja auch häufig so, dass eher die Sachen, die einem nicht so gut in Erinnerung geblieben sind, weitergetragen werden, die einem dann auch Angst machen. Und ja, das ist überhaupt nicht günstig, sage ich mal, in Bezug auf die Geburt. Man sollte da auf jeden Fall positiv reingehen und nicht voller Angst und Zweifel und was kann alles passieren. Das kann einen einfach auch blockieren und hemmen. Von daher ist es genau so, wie Dagi sagt, schaut euch nur die positiven Sachen an und auch wenn vielleicht jemand kommt und sagt, hey, das wollte ich dir noch erzählen, dann vielleicht auch ruhig mal sagen, sei mir nicht böse, aber ich möchte die Geschichte dann vielleicht auch gar nicht zu Ende hören, wenn es sich schon so dramatisch anhört, kann ich 100% nachempfinden. Ja, genau so.
Mini-Komplikation, die werde ich auch natürlich ansprechen, aber definitiv nicht der Rede wert. Deshalb würde ich auch gar nicht viel drum rumschnacken. Ich fange direkt an und ich fange an mit dem 21.12.2021. Okay. Das war nämlich ein Tag vor dem errechneten Termin. Der errechnete Termin war nämlich der 22.12. Mhm. Und am 21.12. war eigentlich noch alles komplett normal. Ich habe mich normal gefühlt, alles war irgendwie noch rund. Ich habe nichts irgendwie gespürt, dass es irgendwie losgehen könnte. Ich hatte wie immer eigentlich immer diese Braxton Hicks, das sind ja diese Vorwehen, die man hat, diese Übungswehen. Die hatte ich sowieso schon seit Wochen. Deshalb war das für mich auch nichts irgendwie Spezielles oder irgendwie Ungewöhnliches. Mhm. Und habe diesen Tag auch wirklich echt viel im Laufen verbracht. Also ich war noch echt noch viel unterwegs. Wir waren in Düsseldorf unterwegs, waren noch so ein bisschen einkaufen, haben uns eine Pizza geholt, waren dann zu Hause, saßen dann auf der Couch, ganz entspannt, haben eine Serie geguckt und jedes Mal, wenn mich irgendwie jemand gefragt hat, ob es irgendwie Familie war, Freunde war, habe ich immer gesagt, ja, nee, ich glaube, der Kleine, der lässt sich noch Zeit, das, der, kenn ich auch. Das wird nichts. Also, wer kennt es nicht, kurz vor dem ET bekommt man wirklich dauernd Nachrichten geschickt, geht es schon los, wie fühlst du dich, merkst du schon was, hast du ein Gefühl dafür, wann kommt der Kleine, wann kommt die Kleine, das hat mich auch auf die Palme gebracht, ehrlich gesagt, ich glaube, meine Mutter hat mich insgesamt 10-mal angerufen und wenn ich nicht sofort reagiert habe, dann hat sie nochmal 5-mal angerufen, ich kann es auch verstehen, man ist ja mit aufgeregt und freut sich einfach mega und ist auch gespannt, aber es kann auch ganz schön anstrengend sein für die Schwangere, wenn man dann ständig so eine Nachricht kriegt, weil man selber ist ja auch so ungeduldig und wartet die ganze Zeit darauf und wünscht sich ja auch oftmals, dass es losgeht und dann setzt einen das manchmal auch noch mal zusätzlich so ein bisschen unter Druck. Ich habe wirklich gedacht, er wird auf jeden Fall an Weihnachten kommen. Ich hatte das so krass im Gefühl. Ja, lustig. Aber nein, ich habe mich getäuscht. Am 21. dann waren wir dann auf der Couch, haben dann die Pizza gegessen, waren total entspannt, sind dann sogar noch eingeschlafen bei der Serie und dann waren wir, keine Ahnung, um 10 Uhr wieder wach, also 10 Uhr abends. Und ich sag mal so, es war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, so lange wach zu bleiben, denn wir sind erst um 2 Uhr wieder schlafen gegangen, weil wir diesen Mittagsschlaf hatten. Ich höre gerade, ob der Kleine weint. Der Kleine ist nämlich gerade mit Eugen im Schlafzimmer. Das ist hier neben dem Zimmer. Ja, das sind die Mama-Ohren, die hören alles. Die Mama-Ohren sind auf jeden Fall schon aktiviert. Aber nein, ich glaube, er weint nicht. Auf jeden Fall sind wir dann an diesem Abend erst um 2 Uhr oder so im Bett gewesen. Mhm. Erster großer Fehler. Also das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Falls ihr so in den Endtagen, Endstadium vorm ET seid, legt euch auf jeden Fall früher schlafen. Denn man weiß wirklich nie, wann es anfängt. Und nein, ich habe auch nicht gedacht, dass es bei mir dann anfängt. Aber wie gesagt, war dann erst um 2 Uhr im Bett. Ja, also das ist auch wirklich ein guter Tipp. Man sollte sich definitiv vor der Geburt ausruhen, nach Möglichkeit. Aber das ist auch immer leichter gesagt als getan, weil man weiß ja nie, wann es wirklich losgeht. Man wartet zwar die ganze Zeit da drauf und hört immer in sich hinein, aber am Ende weiß man es nie. Und oft geht es genau dann los, wenn man überhaupt nicht damit rechnet. Und klar, wenn man den ganzen Tag auf Achse war, dann ist man natürlich auch müde, wenn es dann losgeht, wenn man irgendwie nur 2-3 Stunden oder gar nicht geschlafen hat. Und man braucht natürlich auch die Kraft. Also ganz, ganz wichtig, schaut einfach, dass ihr euch regelmäßig versucht auszuruhen. Aber wie gesagt, ich kann es auch total gut nachempfinden, weil man ist ja einfach auch super aufgeregt. Man rechnet jeden Tag damit, könnte es jetzt losgehen. Man hört ständig in sich hinein, dann muss man ja auch ständig nachts auf Toilette rennen, gefühlt 20 Mal. Das hält einen auch wach, dann kann man nicht mehr so gut liegen, wälzt sich direkt immer von links nach rechts. Dann gehen einem ja auch 1000 Gedanken durch den Kopf. Wie wird die Geburt? Wann geht's los? Kommt alles so, wie ich mir das vorgestellt habe? Und von daher schlafen die meisten Frauen ja sowieso am Ende nicht mehr so gut und sind ja relativ viel wach. Vorhin hat sie ja noch gesagt, dass sie einen Tag vor ihrem ET ist. Es ist ja so, dass die wenigsten Kinder am errechneten Geburtstermin geboren werden. Also knapp über 2%, sagt man immer, werden am errechneten ET geboren. Und ja, die anderen irgendwann anders. Häufig ist es so, dass man gerade als Erstgebärende auch durchaus mal über den ET geht, also quasi überträgt. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Lag dann auch im Bett und ganz witzige Story, Eugen hat erst an diesem Abend, beziehungsweise in dieser Nacht, also um 2 Uhr, seine Kliniktasche gepackt. Ah, also er hat auch seine Tasche gepackt, weil wir wussten, dass wir ein Familienzimmer bekommen und dass er mit mir dann übernachten wird im Krankenhaus. Und er hat erst dann seine Tasche gepackt. Das heißt, er war da erst so richtig ready to go. Und vielleicht hat das Baby es auch gespürt, ich weiß es nicht. Aber da war erst alles so richtig, richtig ready to go.
Wir lagen im Bett und ich habe schon gemerkt, okay, der Kleine ist ein bisschen unruhig in mir drin im Bauch. Hab mir aber ehrlich gesagt nicht so viel dabei gedacht, weil er war auch schon ein paar Tage vorher so ein bisschen unruhig. Er hat auf jeden Fall gut Party gemacht im Bauch und ich war so, okay, keine Ahnung, ist vielleicht so. Hab mir wirklich einfach überhaupt nichts dabei gedacht. Ich bin sag dann ja unerwartet. Aber auch eigentlich ziemlich schnell eingeschlafen und bin aber so um die 3.30 Uhr von leichten Periodenschmerzen wach geworden. Also so würde ich es eigentlich, so kann man es eigentlich ganz gut erklären. Und dachte mir so, okay, was weird. Hatte ich jetzt die letzten Wochen gar nicht. Hm. Hab mir aber trotzdem in dem Moment nicht so viel dabei gedacht. Hab mir so, okay, pf, keine Ahnung, vielleicht sind es diese Vorwehen oder was auch immer. Aber ich weiß... Das ist ja auch typisch, dass es nachts losgeht. Wird ja auch immer viel erzählt, dass die Geburten nachts beginnen. Wie gesagt, ist gar nicht so untypisch, dass es auch nachts losgeht. Man selber schläft ein, entspannt sich. Und was man ganz häufig hört, ist, dass man dann wach wird. Also, dass die Frauen, die Schwangeren dann wach werden durch die Wehen, durch die Kontraktionen, die sie verspüren. Das heißt, sie sagt ja auch, die sind noch nicht so stark, aber sie sind schon so stark, dass sie auf jeden Fall nicht mehr schlafen kann und davon wach geworden ist. Also auch überhaupt nicht ungewöhnlich und auch unerwartet. Ist, dass diese Vorwehen und diese Übungswehen einmal kommen und dann weggehen und sie haben keine Regelmäßigkeit. Ich habe aber bemerkt, komisch, diese Periodenschmerzen kommen die ganze Zeit wieder. Also sie kommen und ja. gehen. Also wirklich bemerkbar. Aber jetzt nicht schmerzhaft. Also man hatte so einen leichten Schmerz irgendwie. Also wirklich komplett aushaltbar. Aber ich dachte mir so, okay, weird. Und dann ist mir eingefallen, okay, ich habe ja diese Wehenzähler-App mir vor ein paar Tagen runtergeladen. Ich mache die mal auf und mache mal so ein bisschen aus Joke die Wehenzähler-App auf und guck einfach mal, ob es regelmäßig kommt oder ob ich mir irgendwas einbilde, weil ich ja auch ein bisschen müde war. Die haben auch viele diese App. Hab sie dann gestartet, hab dann die Wehenzähler-App so, keine Ahnung. Also diese App, da kann ich nochmal kurz drauf eingehen, die haben ganz viele, es gibt auch verschiedene Wehen-Apps, aber eine, die ganz häufig empfohlen wird, ist die, die heißt Wehen tatsächlich und da kann man dann quasi die Wehen tracken. Man gibt dann immer ein, wenn die nächste Wehe kommt, häufig machen das die Begleitpersonen. Im Kreißsaal sieht man das auch häufig, dass dann die Wehen so ein bisschen getrackt werden von den Begleitpersonen, einfach damit man so ein Gefühl dafür bekommt, kommen die jetzt schon regelmäßig, in was für Abständen kommen die denn und ja, werden sie jetzt stärker, also die Wehe an sich wird sie stärker und werden die Abstände kürzer. Das ist schon interessant zu sehen. Von daher kann ich es total nachvollziehen, wenn man sich so eine App runterlädt und damit dann auch mal versucht, das so ein bisschen einzuordnen. 5 Schmerzen lang gemacht und dann kam schon direkt die Nachricht aufgeploppt. Bitte fahren Sie ins Krankenhaus. Nicht so, Ab in die Klinik. Ich kam mir schon ehrlich gesagt so ein bisschen blöd dabei vor, diese App überhaupt zu machen, weil ich mir dachte, so als ob das jetzt die Wehen sind, als ob das jetzt anfängt, am errechneten Termin, das kann nicht wahr sein. Hab sogar mein Handy richtig dunkel eingestellt, weil ich Eugen nicht wecken wollte, aber war dann halt einfach ein bisschen... Das ist übrigens auch ganz typisch, dass man dann, also das hört man häufig, dass die Frauen dann noch warten, bevor sie den Partner, die Partnerin oder die Begleitperson quasi informieren, weil man einfach das Gefühl hat, man möchte keinen Fehlalarm auslösen und man möchte sich ganz sicher sein, dass es jetzt losgeht und man wägt ja immer so selber ab. Sind das jetzt die richtigen Wehen? Sind es noch nicht die richtigen Wehen? Geht es jetzt wirklich los? Fahren wir jetzt in die Klinik? Fahren wir noch nicht los? Ich kann das total gut nachvollziehen, auch diesen Zwiespalt, den man dann in seinem Kopf hat. Aber wisst ihr was? Es macht auch gar nichts, einmal in die Klinik zu fahren und zu sagen, hey, ich bin mir nicht sicher, geht's los, geht's nicht los? Dann schauen die. Und wenn es losgeht, bleibt ihr dort. Und wenn es nicht losgeht, dann fahrt ihr wieder entspannt nach Hause. Ist auch überhaupt gar kein Problem. Perplex, als ich dann gelesen habe, bitte fahren Sie ins Krankenhaus. Aber trotzdem habe ich mir irgendwie nicht so viel dabei gedacht. Ich dachte mir so, ach, das ist, keine Ahnung, das ist vielleicht, nee, so. Bin dann aber auf die Toilette gegangen, weil ich gefühlt sowieso die letzten Wochen, glaube ich, 5-mal in der Nacht auf Toilette musste, weil meine Blase gefühlt so viel Platz hatte. War dann auf Toilette und habe dann beim Abwischen gemerkt, da ist eine leicht rosa Flüssigkeit. Das ist auf jeden Fall nicht Pipi. Und dann habe ich mir gedacht, ist das vielleicht dieser Schleimfropf, von dem alle mal sagen? Aber dann dachte ich mir so, nee, eigentlich müsste er ja groß sein und irgendwie anders sein. Und das war halt einfach nur pinke Pipi, sozusagen. Aber jetzt nicht blutrot oder so, es war einfach nur leicht rosa. Dann aber trotzdem nochmal kurz abgewartet auf Toilette und habe gemerkt, okay, diese Schmerzen kommen auf jeden Fall die ganze Zeit wieder.
Also das ist ja auch so ein Anzeichen, auf das immer viele Schwangere warten. Entweder der Abgang des Schleimfropfs, das ist ja so eine gallertartige schleimige Masse, wie man schon sagt, ist auch so leicht blutig, meist aber ein bisschen dunkler, so von der Farbe. Also so ein dunkelrot, bräunlich beschreiben das auch viele, aber es kann auch, ne, ein bisschen frischeres Blut dabei sein. Wenn man Wehen hat und der Muttermund sich öffnet, dann kann man auch so eine leichte Zeichenblutung sein, die dann auch so rosafarben quasi anfängt. Aber es kann auch sein, wenn man einen Blasensprung hat, dass dann auch, wie gesagt, halt Flüssigkeit dort ist, so ein bisschen Schleim und manchmal halt, wie gesagt, auch ein bisschen Blut. Also auch das könnte sein. Ich bin jetzt gespannt, was sie jetzt berichtet. Habe dann auch gleichzeitig immer wieder meine Wehenzähler-App gemacht. Die hat mir dann schon wieder gezeigt, bitte fahren Sie ins Fahren Sie Krankenhaus. Und ich dachte sofort mir so, das los. kann doch nicht wahr sein, als ob ich jetzt schon ins Krankenhaus muss. Es tut auch nicht mal weh, so richtig. Also so, das ist komplett aushaltbar. Dazu muss ich aber sagen, dass die Wehen schon in 5 bis 4 Minuten Abständen Ja, kamen. deswegen schon Also sehr schon sehr, sehr regelmäßig. regelmäßig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich wecke lieber mal Eugen vorsichtshalber. Nicht, dass es wirklich gleich losgeht. Hab ihn dann geweckt und meinte, Schatz, ich glaube, es geht los. Und er so, er ist richtig aufgeschrocken und hat sich sehr erschrocken. Aber er meinte, er hat sich erschrocken, weil ich wohl sehr, sehr nah mit meinem Gesicht an seinem Gesicht war. Kann ich jetzt nicht beurteilen, auf jeden Fall war er so. Ich glaube, der war sowieso die letzten Tage schon richtig so auf Standby-Modus. Und wenn Ja, ich ihn irgendwie das abends glaube ich wecke, dass er auch. komplett Ja. dann am Start ist. Und er war auf jeden Fall am Start und wollte gefühlt schon direkt los. Und ich so, nee, nee, chill, chill, alles gut. Ich gehe jetzt erstmal in die Badewanne, guck mal, ob die Schmerzen weggehen. Weil man sagt, wenn man sich in die Badewanne legt oder irgendwie in die Dusche geht, mit warmem Wasser irgendwie am Bauch rieselt. Wenn die Schmerzen weggehen, sind es auf jeden Fall keine Wehen. Wenn die Schmerzen bleiben Genau. oder stärker werden, sind es die Wehen. Ich war dann in der Badewanne und war, keine Ahnung, 10. Also diesen Badewannentest, den kann ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Ist ja auch ein ganz weit verbreiteter Tipp einfach. Also wenn ihr das Gefühl habt, es könnten jetzt richtige Wehen sein, aber man ist sich nicht so sicher, dann auf jeden Fall entweder in die warme Badewanne gehen oder mal warm duschen. Und dadurch, dass das warme Wasser über den Bauch, über die Gebärmutter fließt, kann sich die Gebärmutter wieder entspannen, entkrampft sich und wenn es so Vorwehen sind oder Senkwehen, dann verschwinden die wieder, also dann gehen sie auch weg. Wenn es aber richtige Wehen sind, ist es in der Regel so, dass sie zwar auch etwas entspannt erstmal auf einen selber wirken, aber dass die Wehen dann stärker werden, angeregt auch durch das warme Wasser, in kürzeren Abständen kommen, regelmäßiger kommen und auch, wie gesagt, intensiver werden. Und dann weiß man, okay, das sind jetzt sehr wahrscheinlich richtige Geburtswehen. Jetzt sollten wir mal gucken, dass wir uns auf den Weg machen. 15 Minuten drin und habe gemerkt, okay, die Schmerzen kommen wieder und sie gehen nicht weg. Ich glaube, kann sein, vielleicht, ich weiß es nicht, Ja, vielleicht sind es die genau. Wehen. Bin dann aus der Badewanne raus, habe mich abgetrocknet und merke dann in diesem Moment, gucke auf den Boden, wir hatten noch so einen richtig schönen hellbeigen Duschteppich. Der war dann auf jeden Fall gepunktet mit rosa Flecken und ich war so, okay. Es lief dann nur die Beine runter und ich Alles war so, alles klar. klar, das war das Also Zeichen, doch die ein Fruchtblase ist Blasensprung. geplatzt. Und in diesem Moment kam auch Eugen ins Badezimmer rein, guckt mich an, ich gucke ihn an und ich so, okay, ich glaube, jetzt geht's wirklich los. Ich war einfach so, nicht geschockt, aber ich war einfach so, okay, krass. In dem Moment habe ich erst dann wirklich realisiert, dass es losgeht. Das Und kann ich Eugen so war gut auch so, okay, ich nehme nachempfinden. die Sachen runter. Ich hatte ja die Kliniktasche und Gleich meine im Modus. Kreislauftasche, ja, alles schon. Also genau so, wie ich vorhin gesagt habe, man bereitet sich die ganze Schwangerschaft auf diesen Moment vor und jeder hat ja seine eigenen Vorstellungen davon, wie geht's los, wann geht's los. Ja, wie verhalten wir uns dann und wie wird das alles so? Man macht sich da ja Gedanken drüber im Vorfeld. Und wenn es dann aber wirklich losgeht, dann ist man erstmal, wie da gesagt, erstmal so geschockt. Oh Gott, es geht jetzt echt los. Ja, lass uns die Sachen packen, was machen wir jetzt? Manchmal wirkt man dann auch so ein bisschen planlos, obwohl man vorher total den Plan hatte, wie es jetzt weitergeht, wo ist die Tasche, wie machen wir das jetzt alles, warten wir noch, fahren wir direkt los. All diese Dinge, die man sich vorher überlegt hat, manchmal sind die dann wie gelöscht aus dem Kopf. Und ja, man muss dann erstmal sich wieder beruhigen, kurz durchatmen und dann geht's weiter. Gepackt, er hat alles runtergetragen. Aber ich habe voll entspannt gemacht. Ich habe dann im Krankenhaus angerufen, meinte so, hallo, Das ist ein heute ist guter mein Tipp. errechneter Termin. Ich habe wiederkehrende Wehen innerhalb in Abständen von 4 bis 5 Minuten. Ist aber noch komplett aushaltbar. Ich muss nichts veratmen. Aber meine Fruchtblase ist geplatzt. Und ich so, alles klar, dann machen Sie sich gerne auf den Weg zu uns. Nehmen Sie Ihre Sachen auch mit, weil sehr wahrscheinlich werden Sie dann hier bleiben. Ich so, Genau. okay, let's go. Bin dann nach unten in die Küche gegangen, habe dann erstmal entspannt gefrühstückt,
mich entspannt fertig gemacht. Also ich habe mich natürlich nicht geschminkt oder so, aber habe mich angezogen, ganz entspannt, habe schon Still-BH angezogen Gut vorbereitet. und geguckt, ob alles dabei ist. Und irgendwann so richtig so saß schon im Auto und wollte schon losfahren. Und ich war überhaupt gar nicht gestresst. Also ich hätte gedacht, dass ich vielleicht zu dem Zeitpunkt gestresst. Und das ist so lustig, dass sie das erzählt. Das ist auch ganz häufig so. Die Begleitpersonen sind meistens super aufgeregt. Das liegt einfach daran, dass sie das Gefühl haben, hey, ich muss jetzt die Situation hier managen. Ich muss jetzt meine Frau sicher in die Klinik bringen. Und ja, ich habe jetzt hier irgendwie gerade die Verantwortung. Und es ist ganz häufig so, wenn es losgeht, dass die Frauen plötzlich in so eine, nach der kurzen Aufregung, in so eine Tiefenentspannung fallen und echt mega entspannt erstmal sind. Also auch das überhaupt gar nicht untypisch. War bei uns übrigens genauso. Mein Mann war auch immer so, lass uns jetzt los, lass uns jetzt los, Laura. Und ich immer, ja, ist gut. Wir gehen ganz in Ruhe. So schnell kommt das Kind jetzt auch nicht. Also von daher, wenn ihr ausreichend Zeit habt, auch ruhig noch eine Kleinigkeit essen und dann ganz entspannt in Ruhe losfahren. Was auch immer ein super guter Tipp ist übrigens, was sie gerade gesagt hat, in der Klinik anrufen. Also wenn man unsicher ist oder nicht weiß, soll ich jetzt schon los, soll ich noch nicht los, sind die Wehen schon regelmäßig genug, wie soll ich mich verhalten, einfach im Kreissaal anrufen und nachfragen, wie sieht's aus, kann ich jetzt schon kommen, kann ich noch ein bisschen warten, was würden Sie empfehlen? Das finde ich ist immer ein guter Tipp und gibt auch immer noch mal so ein bisschen Sicherheit. Sein werde, wenn ich realisiere, okay, es geht gerade wirklich los, aber ne, ich war voll entspannt und saß dann irgendwann im Auto auf dem Weg zum Krankenhaus, bin dann hochgegangen, leider ohne Eugen, Ja. weil er es hochkommen durfte mit einem PCR-Test und mit einem Schnelltest. Um 3:30 Uhr haben die Wehen angefangen und um 6 Uhr waren wir dann in der Klinik. Um 7 Uhr machen dann erst die Testzentren auf. Aus diesem Aha. Grund musste Eugen sich erstmal dann um 7 Uhr testen lassen gehen. Aber er durfte auch erst hoch, wenn mein Muttermund auf 3 Zentimeter geöffnet Oh ist. Das ja. waren einfach die Corona-Schutzmaßnahmen, die man beachten sollte. Aber Genau, da kann ich auch noch mal kurz einhaken. Also das variiert von Klinik zu Klinik, wie die genauen Bestimmungen sind. Aber es ist so aufgrund der aktuellen Situation, dass man in der Regel erstmal alleine hochgeht in den Kreißsaal oder in den Kreißsaal geht. Deswegen auch noch mal mein Tipp an dieser Stelle: Nehmt euch eine Kreißsaaltasche mit, die ihr entweder wirklich gut alleine tragen könnt oder so einen kleinen Rollkoffer, den ihr hinter euch herziehen könnt. Das ist einfach sehr angenehm, gerade wenn man vielleicht schon stärkere Wehen hat und einen das vielleicht auch so ein bisschen überrennt, dass man nicht irgendwie noch so eine schwere Tasche hat, die man dann schleppen muss. Ganz, ganz wichtig. Und was ich auch noch empfehlen würde, ist wirklich, sich immer regelmäßig über die aktuellen Bestimmungen in eurer Klinik zu informieren, wie das ist. Braucht man einen PCR-Test oder einen Schnelltest? Ist das ausreichend? Wann darf meine Begleitperson dazukommen? Kommt das auch darauf an, ob man regelmäßige Wehentätigkeit hat oder der Muttermund ja schon eine gewisse Öffnung haben muss, etc. Das auf jeden Fall da einfach euch immer wieder regelmäßig informieren. aber in dem Moment war es auch in Ordnung. Eugen war natürlich sehr gestresst, er wollte einfach direkt mitkommen Das und kann ich mich voll verstehen. unterstützen. Aber für mich war es eigentlich in Ordnung, weil ich bin angekommen. Die Hebamme, die mich empfangen hat, war super, super lieb. Die hat mir direkt ein CTG auf meinen Schön. Bauch gelegt, die Herztöne von dem Kleinen gemessen, die Wehentätigkeit gemessen und mich abgetastet. Und ich war zu dem Zeitpunkt dann um 6 Uhr ungefähr schon bei 1 Zentimeter. Genau, dann hat sie mich aber aufgeklärt und meinte, ja, da ihre Fruchtblase geplatzt ist, kann es sein, wenn der Kleine bis 1 Uhr Nachmittag noch nicht da ist, wenn sie Antibiotikum bekommen. Das dient dazu zum Schutz für den Kleinen, damit einfach keine Infektionen irgendwie passieren oder so. Und da war ich so, boah, bis 1 Uhr, ich hoffe, der ist einfach jetzt gleich da. So, also ich konnte mir gar nichts irgendwie darunter vorstellen, irgendwie wann der jetzt kommt und wann nicht. Und ich dachte so, boah, bis 1 Uhr ist ja noch echt voll lang, das ist ja noch der halbe Tag. Ja. Wenn ich wüsste, was da noch gekommen ist. Dann war ich in der Klinik, ich wurde auch getestet und ich hatte einen Schnelltest und auch einen PCR-Test, der wurde aber dann oben im Kreißsaal dann auch direkt gemacht, also ich war direkt im Kreißsaal, wurde dann aber ungefähr nach einer Stunde oder so dann schon in mein Zimmer gebracht. Das war dann auch das Familienzimmer von Eugen und mir, da waren 2 Betten drin und dann war ich da erstmal. Dann habe ich Frühstück bekommen. So um 8 oder 9 Uhr oder so habe ich Frühstück bekommen. Genau, also das ist tatsächlich so, wenn man in die Klinik kommt und man hat einen Blasensprung, und das wird dann auch bestätigt, es ist wirklich ein Blasensprung, dann ist auch die Empfehlung auf jeden Fall stationär aufgenommen zu werden und dann auch zu bleiben. Und ja, dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, wenn die Wehentätigkeit schon sehr ausgeprägt ist, dann bleibt man natürlich im Kreißsaal. Aber wenn es noch nicht so ausgeprägt ist
und es einfach vielleicht auch noch ein bisschen Zeit dauert, dann wird man auf Station verlegt durchaus. Und so ist es jetzt ja quasi auch gewesen bei Dagi. Das mit dem Familienzimmer ist übrigens auf jeden Fall auch eine gute Idee. Also wenn die Möglichkeit besteht bei euch, dass es Familienzimmer gibt, das ist ja auch momentan nicht immer und überall so gegeben, und ihr das auch einrichten könnt von zu Hause, dann ist das auf jeden Fall ein richtig cooler Tipp, weil das ist einfach total schön, wenn man diese Zeit dann auch zusammen genießen kann. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist einfach auch nicht immer möglich. Bei uns war es zum Beispiel auch nicht möglich, weil ja, die Kinder zu Hause natürlich betreut werden mussten, und das heißt, mein Mann musste dann auch wieder nach Hause. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann versucht ein Familienzimmer zu bekommen und denkt nochmal dran, wenn ihr aufgenommen werdet, dass ihr das direkt nochmal sagt: Hey, wenn es möglich ist, hätten wir gerne ein Familienzimmer, weil es kann immer mal sein, dass kurzfristig etwas frei wird und dass man dann Glück hat und dieses Familienzimmer ergattert. Bin sehr, sehr viel mit Eugen gefacetimed, mit meiner Mama gefacetimed. Dann habe ich einfach alle auch per WhatsApp kontaktiert, die es direkt wissen wollten, wenn ich in der Klinik bin. Und ich war dazu ja auch noch komplett in der Lage. Ich hatte zwar die Wehen, die waren auch regelmäßig, aber noch komplett aushaltbar. Man hat richtig gemerkt, so Stunde für Stunde wurde es immer stärker und stärker und stärker. Und ich glaube, so ab 13 Uhr ungefähr, ja, da habe ich nämlich das Mittagessen bekommen. Da war schon so, dass ich jedes Mal aufstehen musste, wenn die Wehen gekommen sind. Weil ich habe gegessen, die Wehe ist gekommen, ich musste aufstehen, weil ich nicht sitzen konnte, weil es so wehgetan hat. Und dann bin ich aber auch die ganze Zeit rumgelaufen. Da musste ich aber auch noch nichts veratmen, auch noch nichts vertönen. Ich bin die ganze Zeit rumgelaufen, habe die ganze Zeit versucht, einfach entspannt zu bleiben, weil ich weiß, wenn man das Gesicht anspannt, spannt es sich gleichzeitig unten an. Deshalb habe ich die ganze Zeit entspannt, habe Meditationsmusik angemacht. Nach dem Voll Essen habe gut. ich mich ins Bett gelegt mit meinem Stillkissen. Habe dann aber gemerkt, okay, die Wehen werden auf jeden Fall stärker und stärker. Dann wurde ich. Also das ist auch ganz typisch, wenn man sich dann so langsam einweht, dann ist es so, dass die Abstände in der Regel von Zeit zu Zeit kürzer werden. Wie schnell das passiert, ist natürlich super individuell von Frau zu Frau und auch von Geburt zu Geburt ganz unterschiedlich. Und die Wehe an sich selber wird auch länger. Wie gesagt, die Abstände werden sehr regelmäßig und die Wehe an sich wird schmerzhafter, so wie sie es quasi auch beschreibt jetzt gerade. Keine Ahnung. Um 14 Uhr nochmal abgetastet und dann war ich bei 2 cm. Und ich dachte mir Ja, so, voll Jesu gut. Maria, wie lange soll das denn noch gehen? Es war halt mittlerweile schon so, dass es schon echt gut wehgetan hat und ich echt Das denkt man immer. veratmen musste, dieses. Ja. Genau, und jetzt hört man auch, die Wehen werden schmerzhafter und sie muss sie dann quasi auch veratmen, richtig aktiv veratmen. Das ist auch typisch, das ist auch etwas, was von ganz alleine dann passiert und auch intuitiv wirklich passiert, dass man merkt, jetzt muss ich innehalten und muss wirklich mich auf mich selber konzentrieren, kann auch während der Wehe nicht mehr sprechen, sondern muss mich wirklich auf meine Atmung konzentrieren. Das ist auch mal ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass das jetzt richtige Geburtswehen sind. Ja, und es ist übrigens total gut, also 1 Zentimeter war schon super Aufnahme bevor. Und dann auf 2 Zentimeter ist es wirklich auch total schönes Ergebnis. Aber man selber weiß immer, hey, es sind diese 10 Zentimeter, bis der Muttermund vollständig eröffnet ist. Und dann rechnet man wieder, wie lange kann es noch dauern? Oh Gott, wenn es jetzt in so und so vielen Stunden nur 1 Zentimeter, und dann macht man sich selber verrückt. Ich kann es total gut nachvollziehen. Mir ging es nicht anders. Ich hing nämlich ewig auf 3 Zentimeter bei meiner ersten Geburt und dachte immer, das kann nicht sein, dass es nicht weitergeht. Ich habe schon so stark gewehen, wie soll ich das schaffen? Also kann ich total nachfühlen. So, musste noch nicht vertönen oder hatte kein Verlangen danach, irgendwie lauter zu sein. Hab mir aber auch vorher in der Schwangerschaft das Hypnobirthing-Buch durchgelesen. Dazu muss ich aber sagen, ich wusste sowieso schon, dass ich diese Hypnose, diese Selbsthypnose nicht hinbekommen werde. Ich habe es tatsächlich aber versucht, mit der Meditationsmusik auf dem Bett einfach zu entspannen. Aber nein, für mich hat es nicht funktioniert. Das Einzige, was für mich ganz gut war, war diese Atemübung, die man dann im Hypnobirthing macht. Also Hypnobirthing ist ja auch total angesagt, machen ganz, ganz viele Frauen, auch viele Familien, kann ich auch total gut nachvollziehen. Ich habe mich auch damit auseinandergesetzt, was einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man diese Übungen und diese Meditationsübungen und auch die Musik, die man dort mitbekommt, dass man das wirklich regelmäßig, tagtäglich am besten wiederholt, damit man das einfach auch verinnerlicht, sich darauf einlassen kann und damit es auch so was Gewohntes ist, was einem auch dann Sicherheit gibt in einer ja nicht vertrauten Umgebung. Krankenhaus ist halt sehr steril, es ist keine vertraute Umgebung, sodass man sich auch einfach gut entspannen kann, aktiv und sich auch fallen lassen kann. Und diese Atemübungen helfen natürlich auch, die tiefe Bauchatmung einfach zu verinnerlichen, weil ja normalerweise machen wir die im Alltag nicht so oft, die tiefe Bauchatmung, und häufig uns Frauen fällt es besonders schwer. Deswegen auf jeden Fall,
Mir tatsächlich hat es unter der Geburt, also ich konnte es nicht anwenden, ehrlich gesagt, weil irgendwann war einfach bei mir der Schmerzpegel so hoch, dass ich da mich nicht mehr drauf einlassen kann. Aber ich kenne durchaus viele Frauen, die sich sehr wohl und sehr gut darauf einlassen können. Deswegen, man muss es einfach austesten. Es ist wirklich von Frau zu Frau ganz unterschiedlich. Aber ich konnte mich einfach nicht selbst hypnotisieren. Es Ja, ging einfach nicht, weil das die war bei mir Schmerzen genauso. mittlerweile schon so waren, dass ich jedes Mal da rausgezogen wurde. Ich Hab kann es dann voll auch um 13 Uhr nachvollziehen. dann mein erstes Mal Antibiotikum bekommen. Ich hatte dann auch direkt einen Zugang hier im Arm. Und dann war ich da in meinem Zimmer am Rumlaufen. Ich bin wirklich sehr, sehr viel rumgelaufen. Ich durfte leider nicht über den Gang laufen Nee, wegen leider Corona. nicht, ja. War dann aber im Zimmer. Das war halt zum Glück jetzt nicht so klein. Deshalb konnte ich da auch Und auch schon gute voll Runden lange laufen und ohne habe da Eugen, meine ne? Wehen dann veratmet, in der Ja. Hoffnung, dass es einfach schnell auf 10 cm geht. Ja. War dann aber dann doch nicht so, wie ich es mir dann erhofft hätte. Weil bei meiner Mama, also bei meiner Geburt und bei Lenis Geburt, waren es sage und schreibe nur 4 Stunden und dann waren Oh. wir beide da und ich dachte so, bei mir wird das safe auch so sein. Ja, also ja, man vergleicht ja immer, tut das nicht. Es hat nichts zu sagen. Also auch wenn es bei der Mama oder ja, wie auch immer, bei der Schwester etc. viel schneller ging oder sehr schnell ging oder auch sehr lange gedauert hat, es hat überhaupt nichts zu sagen und nichts quasi zu tun mit eurer Geburt, weil einfach jede Geburt ist super individuell und auch wenn man mehrere Kinder kriegt, kann es einfach von Schwangerschaft zu Schwangerschaft und von Geburt zu Geburt immer ganz anders ablaufen. Man weiß es leider vorher nie und ja, muss sich überraschen lassen. Weiter. 100%ig. Aber auch weil die Schwangerschaft so wie bei meiner Mama verlief, also wirklich sehr, sehr komplikationslos. Na, Aber ja, voll schön. es waren keine 4 Stunden. Dann hatten wir ungefähr 17, 18 Uhr und dann war ich bei sage und schreibe 3 cm und zu dem Zeitpunkt waren die Schmerzen schon von einer Skala von 1 bis 10 bei so einer guten 7, würde ich mal Ja, sagen. schon Also ganz 7, knapp ausgeprägt, 8, hört es sich war so schon an. sehr mies. Aber das gehört natürlich auch dazu. Und ich war aber glücklich, ich war froh. Ich kann das gerade so nachfühlen, weil es bei mir 1:1 genauso war. Also 3 cm. Und ich dachte nur so kurz vor der Untersuchung, das müssen jetzt mindestens schon 8 sein, weil ich kann einfach nicht mehr. Und es tut schon so weh, was soll da noch kommen? Und dann waren es 3 cm. Und ich dachte, oh Gott, oh mein Gott. Ja, deswegen. Denn ich habe direkt den Chefarzt gefragt. Können wir die PDA machen? Und wir haben die PDA gemacht, denn ab 3 cm darf man dann die PDA setzen. Und zu dem Da kann ich noch mal kurz was zu sagen. Also, das ist auch wirklich unterschiedlich von Geburt zu Geburt und auch von Klinik zu Klinik und kommt immer darauf an, wie weit ihr einfach schon unter der Geburt seid, wie regelmäßig eure Wehen sind, auch wie weit der Muttermund gegebenenfalls schon geöffnet ist. Wichtig ist einfach wirklich, dass ihr schon unter der Geburt seid und dass es richtige Geburtswehen sind und dass die Geburt schon richtig in Gang gekommen ist und die Wehentätigkeit halt regelmäßig kommt. Und dann wird immer in Absprache mit den Ärzten vor Ort, natürlich mit dem Klinikpersonal entschieden, ob eine PDA schon möglich ist zu setzen oder ob noch gewartet werden sollte. Zeitpunkt war ich schon echt gut müde, weil ich Ja, halt das nur die zwei glaube ich. Stunden geschlafen habe die Nacht Ja. davor. Und das war auch der Zeitpunkt, wo Eugen endlich hochkommen durfte. Zu dem Zeitpunkt Oh, hatte er schön. dann natürlich schon seinen Schnelltest, der war negativ. Sein PCR-Test kam, glaube ich, auch genau zu dem Zeitpunkt, wo er dann hochgekommen ist, war dann auch negativ und deshalb durfte er dann bleiben. Gott sei Dank Er durfte er durfte dann zum da sein. Beispiel, beziehungsweise wir beide durften aber auch die Klinik nicht verlassen. Also wenn irgendwie jemand gekommen wäre, um uns was zu bringen oder so, hätten wir nicht runtergehen dürfen, sondern wir müssten die ganze Zeit beieinander bleiben und im Zimmer bleiben oder Ja. im Kreißsaal bleiben. Ja, und dann war Eugen da und dann kam der Chefanästhesist und er hat mir die PDA gelegt. Und ich war einfach nur so glücklich, weil ich mir dachte, boah, das sind so krasse Schmerzen gerade. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch aushalte, weil ich nur bei 3 cm bin. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch gehen soll. Hatte mich vorher auch schon umgezogen zu meinem Schlafanzugskleid. Extra mit Knöpfen, weil ich weiß natürlich, wenn das Baby kommt, dass es direkt auf die Brust gelegt wird. Wobei ich sagen muss, es war echt nicht schlimm. Ich habe es mir auf jeden Fall schlimm vorgestellt oder schlimmer vorgestellt. Das einzige Unangenehme war wirklich einfach nur diese Betäubungsspritzen, die man vorher Bei der bekommt. Es waren nämlich PDA. 3 Betäubungsspritzen und da war wirklich so, da bin ich so weggezuckt. Also man muss sich so komplett nach vorne beugen, so einen Buckel machen. Und dann werden die Betäubungsspritzen gesetzt und da bin ich so weggezogen. Aber danach, als sie dann gewirkt haben, war alles total entspannt.
Also das berichten auch ganz, ganz viele Frauen, die eine PDA hatten, dass das wirklich nicht schlimm war und nicht schmerzhaft. Man stellt sich das ja immer sehr unangenehm vor, hinten am Rücken, aber meistens ist man wirklich auch so mit sich selber beschäftigt und einfach auch mit dem Wehen, mit dem Veratmen, ist irgendwie auch bei seinem Baby natürlich mit den Gedanken wo ganz anders, sodass das meist ja wirklich nebenbei läuft. Und zum Glück habe ich alle ganzen Formalitäten zu Ah, das PDA ist schlau, ja. schon vorher gemacht, bei der Anmeldung im Krankenhaus. Viele machen das erst dann, aber ich glaube nicht, dass ich in der Lage gewesen wäre, dass ich mir jetzt alles durchlese und jedes Kästchen an. Das ist auch nochmal ein richtig guter Tipp. Also, wenn ihr zur Klinikanmeldung seid und bei euch findet die vor Ort statt, dann fragt auf jeden Fall, wenn ihr eine PDA haben möchtet oder wenn ihr euch jetzt vorstellen könntet, ich möchte das vielleicht haben oder ich möchte mir die Möglichkeit offen halten, dann fragt auf jeden Fall danach, ob ihr so einen PDA-Zettel schon bekommen könnt. Dann bekommt ihr schon die Aufklärung, könnt euch schon mal die ganzen Gesundheitsfragen anschauen, weil das ist auch schon ein bisschen was zum Ausfüllen. Dann kann man das, was man schon ausfüllen kann, zu dem Zeitpunkt ausfüllen, dann in den Mutterpass einfach stecken, sodass man es nicht vergisst zu Hause. Und wenn dann eine PDA bei euch in Frage kommt unter der Geburt und ihr wollt eine haben, dann holt ihr den Zettel wieder raus, schaut noch mal kurz, gleicht das noch mal kurz ab, dann wird das Datum noch mal eingesetzt von dem Tag, an dem ihr dann quasi in der Klinik seid, also unter der Geburt seid, und dann müsst ihr noch mal unterschreiben. Und das geht natürlich alles ein bisschen schneller und man ist auch dann nicht so abgelenkt und muss sich auf diese Gesundheitsfragen fokussieren, weil, wie gesagt, man hat auch gerade mit anderen Dingen zu tun, ist irgendwie unter Wehenschmerz und möchte dann nicht noch diese ganzen Fragen beantworten. Das kann ich total gut nachvollziehen. Also ist überhaupt kein Muss, aber wenn eure Klinik das anbietet, dann fragt auf jeden Fall mal danach. Kreuze, ob ich irgendwelche Vorerkrankungen hatte Ja, genau. oder was alles passieren kann bei der PDA. Das bin ich sehr, sehr froh, dass es ja schon vorher gemacht hat. Und vielleicht könnt ihr bei euch im Krankenhaus ja fragen, ob ihr das auch schon vorher macht. Ja. Und ja, dann wurde die PDA gesetzt und lag dann im Bett, Eugen neben mir und habe gemerkt, okay, es fängt langsam an zu wirken, aber nur auf meiner rechten Oh Hälfte. Also nicht hier, nein. aber nur auf meiner rechten Hälfte, Oh. also. Die linke Hälfte war immer noch komplett Oh, active. so Ich ein habe Mist. alles gemerkt auf der linken Oh nein. Seite. Die rechte Seite war gefühlt taub. Ich konnte zwar noch laufen, so ist es nicht. Manchmal kann man ja auch nicht laufen. Ja, da hake ich noch mal ein. Also, das kann vorkommen, dass, wenn die PDA gesetzt wird, sich quasi das Medikament so verteilt, dass es auf einer Seite wirkt und auf der anderen nicht. Das ist manchmal nicht zu beeinflussen. Liegt manchmal auch so ein bisschen daran, ja, wie die PDA sitzt, ja, wo die Kanüle sitzt. Und was deswegen eigentlich prophylaktisch gemacht wird, ist, wenn die PDA gesetzt wird, dass man dann, wenn alles verklebt ist und so weiter, der Anästhesist, die Anästhesistin ist fertig, dass man dann in erhöhter Rückenlage quasi hingesetzt wird, sodass sich das Medikament auf beiden Körperhälften gleichmäßig verteilt nach Möglichkeit. Aber wie gesagt, es kann immer mal passieren, dass das nicht funktioniert. Ich konnte noch laufen, aber die linke Seite war bei mir einfach komplett normal. Und ich habe wirklich gemerkt, die Schmerzen Manchmal werden kommt das mehr, dann noch im die Laufe Wehen der werden immer Zeit, stärker. vielleicht. Gefühlt hatte ich keine Wehenpausen mehr. Das war auch ganz, ganz komisch. Irgendwie hatte ich so starke Wehen, dass ich einfach keine Pause mehr hatte dazwischen. Habe aber dann trotzdem in diesem Bett gelegen, mich da nach links, nach rechts gedreht, so wie es die Ärzte gesagt haben, wie es die Hebamme gesagt hat. Und wirklich was gebracht hat es nicht. Und Oh, dann habe ich schade. ungefähr 1,5 Stunden abgewartet, in der Hoffnung, dass die linke Seite noch irgendwie was von dieser PDA abbekommt. Ich habe auch immer wieder was neu gespritzt bekommen. Aber nein, leider nicht. Oh Leider nicht. Mann. Es blieb dabei. Und dann kam der Chefanästhesist wieder rein und hat gefragt, so, und ist es jetzt besser? Und ich so, nein, ich spüre immer noch alles auf der linken Seite. Und dann hat er gesagt, okay, wir können es ein bisschen rausziehen, vielleicht gucken, weil die Kanüle kann halt mehr so nach links gehen in den Rückenmark, anstatt einfach in der Mitte und dann kann sowas passieren. Dann hat er den ein bisschen rausgezogen in der Hoffnung, okay, vielleicht ist es dann besser, hat mir wieder was nachgespritzt, hat wieder nichts gebracht und dann hat er mir angeboten, okay, wir können es nochmal neu setzen und es ist halt immer wieder ein Risiko bei so einer PDA, aber in dem Moment war es mir ehrlich gesagt egal, weil ich einfach solche Schmerzen hatte von den Wehen und einfach nur entspannen wollte, weil ich Ja. wirklich gemerkt habe, diese Energie wird mir gerade so gezogen. Ich hatte auch durchgehend Hunger. Langsam sind die Schmerzen so bei einer 9 angekommen. Und es war echt schon so und zu dem Zeitpunkt, dass ich viel getönt habe, viel gestöhnt habe, zwar nicht geschrien habe und auch nicht geflucht habe, aber obwohl doch, ich habe schon sehr oft fuck gesagt. Ich habe schon sehr oft fuck gesagt, doch.
Ja, also das ist auch typisch, dass man einfach unter der Geburt seinen Emotionen freien Lauf lassen sollte. Also auch wirklich sollte. Versucht euch dann nicht irgendwie, ja, selber zu blockieren, gehemmt zu sein. Das ist ja ganz häufig so, dass Frauen dann denken, nein, ich möchte nicht schreien und ich möchte am liebsten gar keine Töne von mir geben. Aber es ist wirklich auch so, wenn dann die Wehen richtig da sind, dass das intuitiv eigentlich passiert und einem auch total hilft, weil dadurch kann man einfach das rauslassen und entspannt auch wieder dadurch. Die Muskulatur, der Beckenboden wird dadurch auch wieder ein bisschen lockerer und das kann sich natürlich auch positiv auf den Geburtsverlauf auswirken. Und dann ist es ja so, dass die auch berichtet hat, dass sie einfach super müde war. Und auch da ist es ganz klar, der Körper arbeitet die ganze Zeit. Sie ist jetzt schon stundenwach, hat kaum geschlafen. Das kostet total Energie, das zehrt total. Und das merkt man natürlich, diese ganze Anspannung und einfach, wie gesagt, auch diese ganze Energie und Kraft. Ja, nicht einfach nur so wird die Geburt immer wie ein Marathon bezeichnet oder mit einem Marathon verglichen, wenn man einen Marathon läuft. Also von daher ist es wirklich super, super anstrengend und ich kann total verstehen, dass sie einfach jetzt mittlerweile auch müde ist nach so vielen Stunden und man weiß ja auch nie, wie lange wird es jetzt noch dauern, und macht sich dann Gedanken, schaffe ich das noch? Also kann ich total gut nachvollziehen. Aber trotzdem hat es nichts gebracht und es war wirklich so scheiße. Und by the way, habe ich sehr, sehr viel gegessen und getrunken. Und irgendwann dachte ich mir, okay, ich muss eigentlich auch mal langsam Pipi gehen. Und ich hatte ja die PDA in der einen Seite. Auch doch das nochmal mit dem Essen und Trinken. Das ist nochmal ein guter Tipp. Ausreichend Verpflegung wirklich in die Kreißsaaltasche packen. Falls man es nicht braucht, dann hat man es halt umsonst mitgeschleppt. Aber es ist halt so, man weiß nie, wie lange eine Geburt dauert. Man weiß nie, wie lange man sich im Kreißsaal befinden wird. Und ihr braucht einfach diese Energie, weil der Körper, wie gesagt, arbeitet die ganze Zeit. Es ist super kräftezehrend. Einfach so Kleinigkeiten, die man gut mal zwischendurch essen kann. Müsli-Riegel, solche Sachen. Und auch gerne was zu trinken, was ihr gerne trinken mögt. Die gängigen Sachen haben sie ja im Kreißsaal immer da. Aber wenn ihr jetzt sagt, ich möchte das trinken, dann nehmt euch das auf jeden Fall mit, auch für eure Begleitpersonen. Die sind ja auch wirklich die ganze Zeit mit dabei und auch aktiv mit dabei. Von daher für die auch gerne was einpacken. Ganz, ganz wichtig, immer was, was ihr nebenbei naschen könnt. Dann ist es so, Dagi berichtet jetzt ja, dass sie die ganze Zeit Hunger hatte. Das gibt es. Es gibt aber auch die Frauen, die sich übergeben müssen oder vielleicht auch überhaupt gar keinen Hunger haben. Da, liebe Begleitperson, einfach immer mal schauen zwischendurch oder mal fragen, hey Schatz, möchtest du vielleicht mal eine Kleinigkeit? Dass einfach, ja, wie gesagt, man ein bisschen bei Kräften bleibt. Weil es ist so, man ist unter der Geburt auch einfach sehr mit anderen Dingen beschäftigt und Hunger und solche Sachen werden manchmal dann auch ausgeblendet. Nicht immer, aber manchmal. Und wusste jetzt nicht, okay, kann ich jetzt laufen, kann ich nicht laufen, aber eigentlich konnte ich ganz entspannt laufen, natürlich mit Hilfe von der Hebamme, war dann auf Toilette, aber es kam nichts raus, weil ich einfach kein Gefühl unten hatte. Und dann hat man mir einen Katheter gesetzt, was auch überhaupt gar nicht schlimm war. Also ich dachte immer so, Gott, das ist bestimmt total schmerzhaft und es ist total unangenehm oder so, aber pff, total egal. Ich hatte dann einen Katheter, dann kam die Pipi raus und dann waren die Schmerzen noch ein bisschen erträglich, auch wenn sie auf einer Seite noch sehr, 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 sehr präsent waren. Also die waren halt 100% da und auf der anderen Seite nicht. Aber man hat gemerkt, dass die Blase so krass voll war. Das ist auch wichtig. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wirklich, dass man regelmäßig auf Toilette geht, zum Wasser lassen, dass regelmäßig die Blase entleert wird. Und wenn es nicht geht, wie jetzt bei Dagi, dann kann auch katheterisiert werden, dass quasi dann der Urin so abgelassen wird. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn die Blase nämlich sehr voll ist, kann das auch immer mal so ein bisschen ein Geburtshindernis sein. Das heißt, die Blase ist voll und ja, steht dem Baby quasi so ein bisschen im Weg beim Tiefertreten in eurem Becken. Also von daher auch gerne immer selber mit daran denken, regelmäßig auf Toilette zu gehen oder auch ja, der Begleitperson das sagen, Schatz, schau mal bitte darauf, dass ich regelmäßig auf Toilette gehe. Und denkt da auf jeden Fall dran, ab und zu mal Pipi zu machen. Und schämt euch nicht irgendwie vor einem Katheter oder so. Das ist wirklich scheißegal. Also Hauptsache raus damit. Das Baby hat es dann ja auch einfach viel einfacher, dann durchzukommen. Weil wenn die Blase noch da ist, ist es natürlich auch eine Barriere. Der Chefanästhesist hatte dann auch zu dem Zeitpunkt dann schon Feierabend. Haben auch schon vorher so ein bisschen darum gescherzt, so sie machen meine Quote kaputt, weil ich die PDA zweimal Oh setzen musste. nein. Ja. Also sehr, sehr auch witzig. Es war alles auch wirklich super sympathisch. Alle Hört sich waren super total nett. entspannt Und an, dann kam schön. halt der Oberarzt der Anästhesie und dann meinte ich so, was können wir jetzt machen? Ich kann nicht mehr, es tut so weh. Und dann Ja. meinte er, ja, pff, keine Ahnung, wir können doch mal versuchen, links, rechts zu legen, wir können doch mal versuchen, nachzuspritzen, aber es hat ja nichts gebracht. Und dann meinte ich so, ist es denn möglich, die nochmal zu setzen? Und dann meinte er,
Klar ist das möglich, aber es ist natürlich immer wieder mit einem Risiko. Und sehr wahrscheinlich werden sie dann morgen sehr dolle Kopfschmerzen haben oder Beinschmerzen haben. Und ich so, egal, egal, let's go. Sie haben andere Gib Hände, ich weiß, PDA. Sie können das. Ich weiß, es wird auf jeden Fall, und ich habe es mir manifestiert. Ich habe wirklich auch ein bisschen rumgeschert natürlich, aber ich meinte, sie haben auf jeden Fall andere Hände. Es wird klappen, es wird jetzt klappen. Ich bin gespannt. Die zweite PDA wurde mir rausgezogen, die dritte PDA wurde dann gelegt und ich habe dann schon beim Legen der PDA gemerkt, oh, ich hatte wie so einen leichten Stromschlag durch mein linkes Bein. Ah ja. Und da war ich so, okay, das hatte ich die letzten zwei Male gerade nicht. Das wird jetzt klappen. Die PDA wird auf jeden Fall jetzt zünden und ich werde auf jeden Fall gleich hoffentlich keine Schmerzen mehr haben oder weniger Schmerzen haben. Und zum Glück war es auch so. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon echt mit meinen Kräften am Ende. Wir hatten, glaube ich, 10 Uhr oder 11 Uhr. Oh, wow, ja. Nachts natürlich. Und ich hatte auch zwischendurch echt Schüttelfrost, weil mein Kreislauf einfach so am Arsch war. Ich hatte sogar Fieber, weil mein Kreislauf einfach gesagt hat, so, ist nicht mehr. Das, was hier gerade passiert, kennen wir nicht. Wir wollen nicht mehr. Und natürlich kann es passieren, dass bei Überanstrengung oder bei so einer... Genau, also das ist auch nochmal gerade ganz interessant, was sie sagt, auch mit diesem Schüttelfrost und mit diesen Muskelzuckungen ist es total typisch unter der Geburt. Wie gesagt, es ist zu vergleichen mit einem Marathon und der Körper arbeitet nonstop. Sie hat wenig geschlafen, man ist einfach müde, total erschöpft und dann kann es dazu kommen, dass man diese Muskelzuckungen bekommt, diesen Schüttelfrost, dass einem auch plötzlich total kalt ist, man will sich was anziehen und ein paar Minuten später ist er vorbei und plötzlich ist einem wieder total heiß und man denkt, hey, ich schmeiß alle Klamotten von mir, mir ist so heiß. Also auch das sind alles Anzeichen dafür, dass der Körper ganz gut unter Strom steht, aber auch nicht ungewöhnlich unter einer Geburt, kann immer mal vorkommen. Deswegen packt euch aber auf jeden Fall in eure Kliniktasche auch eine dicke Strickjacke ein oder irgendwie einen dicken Pullover oder sowas. Ich finde die Strickjacke immer ganz praktisch, weil dann hat man kein Problem mit den CTG-Gurten, dass die Knöpfe irgendwie verschieben oder so und das Baby nicht mehr so gut abgeleitet werden kann. Deswegen einfach eine Strickjacke einpacken, falls es bei euch so sein sollte und ihr auch plötzlich total anfangt zu schlottern, dann könnt ihr euch was Warmes anziehen. Oh Mann, ey, ich leide mit ihr. Krassen Leistung, was der Körper dann einfach verbringt, dass sowas passiert. Also ich hatte, wie gesagt, Schüttelfrost, aber das konnte schnell gelegt werden, indem ich einfach eine dicke Decke über mich gelegt bekommen habe. Dann ging das auch. Ich war zu diesem Zeitpunkt auch schon so kaputt, dass ich meine Augen gar nicht mehr aufmachen konnte. Ich war die ganze Zeit sowieso in Trance und ich war so, ich habe geredet, ich habe alles gehört. Ich war auch nicht am Schlafen oder so, aber ich war einfach zu kaputt. Das berichten auch viele Frauen, dass man irgendwann in so einem Tunnel so ein bisschen ist und dann auch einfach so die Umgebung ausblendet, wirklich nur mit sich selber, mit dem Baby, mit dem Wehen, mit dem Veratmen beschäftigt ist und einfach auch in den Wehenpausen so kaputt ist, dass man wirklich schläft. Also auch im Stehen, ich bin im Stehen eingeschlafen in den Wehenpausen, aber auch daraus zieht man natürlich Kraft aus diesen ganz kurzen Schlafnuancen, die man dann da hat. Putz, um meine Augen zu öffnen. Gleichzeitig hatte ich einfach die ganze Zeit so einen Hunger, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Ich war gefühlt nach 15 Minuten, wenn ich was gegessen habe, einfach wieder hungrig und mein Magen hat geknurrt. Oh, krass. Daran hat man auch gesehen, wie viel Energie das einfach gezogen hat. Und ich habe wirklich alles gegessen. Ich habe Butterbrote gegessen, ich habe Äpfel gegessen, ich habe Nüsse gegessen, ich habe so kleine Snacks gegessen. Ich habe wirklich echt viel gegessen. Und viel, viel getrunken. Deshalb kann ich euch nur ans Herz legen, nehmt auf jeden Fall Snacks mit, wenn ihr eine Kreislauftasche macht. Denn ihr wisst wirklich nie, wie lange die Geburt geht. Zu diesem Zeitpunkt war ich auch schon 17 Stunden in diesem Krankenhaus. Ja. Und echt lange schon in den Wehen. Und das hat sehr, sehr gut getan, einfach diese Snacks zwischendurch, diese neue Energie zu tanken. Also sie sagt das jetzt ja auch gerade, sie ist schon 17 Stunden im Krankenhaus und das alles ist ja quasi noch die Eröffnungsphase der Geburt. Also die Geburt wird ja immer unterteilt in diese Phasen und das eine ist die Eröffnungsphase wirklich bis zur vollständigen Eröffnung des Muttermundes und das ist auch so die Geburtsphase, die wirklich am längsten dauert und die meisten Frauen wirklich auch so am zähesten beschreiben, ja. Weil ihr wisst nie, wie lange es geht. Und wenn es halt länger geht, dann ist es sehr, sehr, sehr hilfreich. Wenn es kürzer geht, umso besser. Dann braucht ihr das ja wahrscheinlich nicht. Aber für mich zu dann dem auf Zeitpunkt der war das, das Beste, was wir jetzt machen können, Snacks mitnehmen. Und nochmal vielen Dank an euch, weil ihr habt mir auch geschrieben, nimmt Snacks mit. Ja. Das habe ich gemacht. Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, war mein Kreislauf einfach schon so richtig am Arsch. Oh, ja. Und lag dann trotzdem in diesem Kreislaufbett und
habe gemerkt, die PDA fängt an zu wirken und man hat richtig es diesen hat Relief voll gemerkt. Gut. Es war wirklich wie Himmel auf Erden. Es oh, war einfach voll so gut. entspannt. Man hat diesen Schmerz zwar noch gespürt, aber es war vergleichbar zu den ersten 3, 4 Stunden, als die Wehen angefangen haben. Ah, Also ja, man okay. konnte sich definitiv hinlegen und ich habe dann tatsächlich. Auch das ist halt ganz unterschiedlich, wie die PDA dann wirklich wirkt, wenn sie dann gut sitzt und dann auch wirkt auf beiden Seiten, was sie in der Regel tut. Und manche Frauen sagen wirklich, sie merken gar nichts mehr. Andere sagen, ich merke noch so ein hart und locker werden vom Bauch oder man merkt halt diese Anfangswehen. Aber in der Regel, wie gesagt, wenn die gut wirkt, wirkt in der Regel, nochmal, in der Regel, wenn die PDA gut wirkt, dann merkt man wirklich den Schmerz deutlich vermindert. Ja, und das Schöne ist, dass man dann sich einfach nochmal richtig gut entspannen kann nach Möglichkeit und dadurch, dass man sich entspannen kann, vielleicht auch nochmal ein bisschen schlafen kann und wenn es nur eine halbe Stunde ist, entspannt sich natürlich auch die ganze Muskulatur, der Beckenboden wird schön locker und man hofft halt immer, dass dadurch, dass man sich dann so entspannen kann, einfach das Köpfchen rascher tiefer treten kann im Geburtskanal und somit der Muttermund sich nach Möglichkeit schnell öffnet. Tatsächlich auch geschlummert. Also ich Oh, lag dann schön, in diesem ja. Kreißsaalbett, Ja. ich glaube auf der Seite und Eugen saß neben mir und hat Meditationsmusik angemacht, was ich euch auch sehr ans Herz legen Ja. kann. Er hat diese Meditationsmusik angemacht, einfach irgendeine Liste auf Spotify übers Handy. Also prinzipiell auch das ist ein super Tipp von ihr, dass ihr euch einfach eine Liste anlegt mit Musik. Musik, die ihr zu Hause hört, auch in der Schwangerschaft schon nonstop zu Hause hört und die ihr auch gerne hört. Es ist völlig egal, was das für ein Musikstil ist. Hauptsache, es gefällt euch und ihr verbindet es einfach mit, ja, was Heimischen, mit Zuhause, weil das schafft natürlich in dieser sterilen Krankenhausatmosphäre einfach nochmal eine ganz andere Verbindung. Es schafft eine Vertrautheit, man kann sich halt viel besser fallen lassen, man fühlt sich irgendwie ein bisschen, ja, wohliger, heimischer und das kann auf jeden Fall helfen, dass man sich besser entspannen kann und kann sich dann auch natürlich positiv auf die Geburt auswirken. Also nicht nur Musik, auch irgendwie so Lieblingsdinge, die ihr habt. Zum Beispiel, wenn ihr ein Lieblingskissen habt, was ihr immer zu Hause habt und womit ihr auch nicht, also ohne, wo, ja, womit ihr nicht ohne schlafen könnt. Irgendwas, was euch, wie gesagt, manche nehmen auch zum Beispiel so einen Raumduft mit. Auch das kann total gut sein, dass man dann so einen Duft erzeugt wie zu Hause, weil viele zum Beispiel auch sagen, oh, das riecht hier so nach Krankenhaus. Und da kann ich mich überhaupt nicht entspannen. Also schaut da einfach mal, was für euch das Passende sein könnte, um es mitzunehmen. Ich hatte nicht mal eine Box dabei und das war so gut. Ich habe dann, glaube ja. ich, eine Stunde oder so Hatten wir vor auch. Mich hingeschlummert und einfach gedöst sozusagen. Ich war jetzt nicht richtig im Tiefschlaf. Ich habe noch alles irgendwie so mitbekommen, aber es war so angenehm, wirklich. Es war so, so schön. Und diese Musik, die ganze Zeit im Hintergrund, das war Ja. einfach wirklich, wirklich, wirklich gut. Kann ich euch auch sehr ans Herz Ja. legen, auch wenn ihr jetzt keine Meditierer seid oder so, das bin ich auch nicht, aber es war einfach so zum Entspannen, diese Töne und das war einfach wirklich, wirklich Ja, sehr, es sehr kann gut. wirklich helfen. Übrigens lief diese Playlist dann auch bis zum Ende der Geburt und Oh, glaube ich, der schön. erste komplette Tag im Ja. Krankenhaus. Also wir hatten Ja. diese Liste komplett an, die Das ist ganze total Zeit gut. nonstop und den Kleinen hat das auch sehr, sehr, sehr Ja. gefallen, aber da. Das ist halt auch total schön, weil man hat später etwas, auch musikalisches, was man quasi mit der Geburt verbindet. Und man hört das immer wieder später und denkt, hey, da bist du geboren. Wir haben auch so eine Playlist, die während der Geburt gelaufen ist und die auch jetzt immer noch zu Hause läuft. Und das ist einfach irgendwie total schön, weil man denkt sofort immer an die Geburt und an dieses Erlebnis einfach. Gleich noch mehr. Auf jeden Fall wache ich dann ungefähr nach einer Stunde auf und Eugen meinte, ey, das war so krass, du lagst halt einfach und ich habe auf diesem CTG-Gerät gesehen, dass du gerade eine Wehe hast Ja. und du schläfst einfach, du hast einfach geschlafen. Geschlafen. Also es hat mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut getan, auch Also auch jetzt total toll zu hören, dass sie wirklich sich so entspannen konnte, dass sie schlafen konnte, weil das hilft einfach wahnsinnig. Erstens, man kann wieder ein bisschen Kraft tanken, man hat wieder Energie quasi für dann noch den Endspurt, der dann ja noch kommt. Und wie gesagt, immer die Hoffnung dahinter, dadurch, dass man so locker lässt, dass einfach der Muttermund sich schön öffnet und das Köpfchen tiefer tritt und ja, die Geburt dann zügig quasi voranschreitet. für meine Energie, einfach diese Energie zu tanken, gleich für die Geburt. Ja. Ich bin dann wach geworden mit einem Druck unten. Und ich habe zu dir Oh! auch gesagt, ich dachte mal so, okay, komisch, kannst du vielleicht.
Ich muss da kurz einhaken. Ihr hört es wieder. Sie ist wach geworden davon. Das hat sie ja vorhin schon gesagt. Bei den ersten Wehen, dieses periodenartige, was in den Leisten gezogen hat. Und jetzt wieder. Also ich finde, der Körper ist doch echt enorm. Sie schläft, sie entspannt sich total und man wird wach, sobald wieder was passiert. Und jetzt halt, wie gesagt, dieser Druck nach unten, der ja mich vermuten lässt, dass das Köpfchen jetzt schon tiefer getreten ist, was ja total gut wäre. Vielleicht mal einen Arzt rufen oder eine Hebamme. Da drückt es unten. Und ich weiß natürlich, dass die Presswehen kommen und dass man so einen Druck spürt, aber ich dachte mir so, jetzt schon? Weil bevor ich die dritte PDA gesetzt bekommen habe, war ich bei 4 cm. Ah ja, gucke Und mal. ich dachte mir so, als ob ich jetzt innerhalb einer Stunde so viel Zentimeter gemacht habe. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann schon Der Arzt sein. kam, er hat mich abgetastet und er so, okay, hätte ich nicht gedacht, wir sind bei 10 cm. Oh, Und ich voll so, gut, das was? freut mich. Innerhalb einer Stunde, Oh, so wie krass, weil schön. ich mich einfach so entspannt habe, weil Ja, ich einfach so hat einen relaxed war Rieseneffekt. durch die PDA. Einfach innerhalb einer Stunde, zack, 10 cm. Und Also ich so, Entspannung hat okay, let's einfach einen go. Und es war dann Rieseneffekt oder halt kann wirklich der einen Anfang haben. der Presswehen. Also Ja, wirklich krass. krass. Dann kam die Ja. Hebamme rein, hat mich dann auch nochmal abgetastet Ja, und meinte, genau. dass. Also das ist halt einfach dieser Druck nach unten, den dann auch viele beschreiben, dadurch, dass das kindliche Köpfchen ja im Geburtskanal tiefer tritt und dann auch auf euren Enddarm drückt, kriegt man eigentlich diesen Druck, dieses Druckgefühl, was man auch nicht unterdrücken kann. Also es ist dann einfach da und ja, man muss dann auch gegebenenfalls diesem Druck einfach nachgeben. So eine kleine Barriere ist, wo das Köpfchen nochmal so drüber Ja, muss. ja. Und dann haben wir angefangen, ein bisschen zu üben für die Presswehen. Das war ganz süß. Wir haben uns auch geduzt Oh, in dem schön. Krankenhaus und im Ja. Kreißsaal. Dann meinte sie, leg dich auf die Seite und wir proben mal so ein paar Presswehen. Und jedes Mal, wenn so eine Wehe kam, habe ich dann mein Bein in die Hand genommen. Wirklich dann sozusagen. Und jedes Mal, wenn eine Wehe kam, habe ich mich dann wie so ein Shrimp nach vorne gelehnt und Ein wirklich guter so den Vergleich. Druck auf meinen Bauch gepresst, sodass der kleine Kopf dann halt über diese Barriere kann und dass er dann später es einfacher Genau. hat, Sehr schön gebärt zu tiefer werden. treten Dann habe kann. ich mich auch noch im Vierfüßlerstand auf das Bett so festgehalten. Es war dann so geklappt, das Bett, und dann habe ich mich oben festgehalten und ich glaube eine halbe Stunde oder so mein Becken gekreist. Und in diesem Oh, Moment habe ich schön. gemerkt, okay, die Presswehen ballern. Da hat es wirklich richtig Ja, angefangen, es weh drückt zu jetzt tun. mehr. Ja. Also auch das ist so ganz typisch. Es ist total schön, dass sie einfach auch die Zeit hatten und die Ruhe, so verschiedene Geburtspositionen durchzuprobieren. Finde ich richtig, richtig toll. Einfach auch, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, hey, was fühlt sich jetzt für mich gerade gut an? Weil das weiß man vorher nicht. Man macht sich vorher ganz viele Gedanken. Ja, wie möchte ich mein Baby gebären? In welcher Position kann ich mir das vorstellen? Und manchmal ist man unter der Geburt und denkt, nee, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen und das ist total unangenehm oder das ist ganz schrecklich. Auch da nochmal ganz, ganz wichtig, dass ihr das äußert und einfach auch Feedback gebt und auch einfach mal verschiedene Dinge ausprobieren, offen dafür sein, einfach Dinge auszuprobieren. Wenn es nicht gut ist, einfach sagen und dann macht man wieder was anderes. Und gerade diese schaukelnden Bewegungen, das macht man auch häufig intuitiv, dass man das Becken so ein bisschen vor- und zurückschaukelt oder halt zur Seite. Was sie gerade beschrieben hat, hilft natürlich auch dem Baby, ja, im Geburtskanal immer tiefer zu treten, genauso wie es sein soll. Und dann natürlich, wenn es dann gelingt, dann wird der Druck natürlich auch größer, je mehr die Kinder tiefer treten und dann quasi auch, ja, alles auf den Enddarm Weil drückt die PDA natürlich. wohl nicht auf den Druck eingreifen kann, irgendwie hat sie es erklärt, habe ich halt sehr, sehr viel gespürt und ich glaube auch volle Pulle Schmerzen gehabt, auch wenn ich noch mal ein bisschen PDA reingespritzt bekommen habe. Und dann ging die. Aber auch das ist zum Beispiel total gut, dass dann einfach sie wieder gemerkt hat, die Wehen kommen, da kommen Presswehen, ich merke den Druck, weil das braucht man auch, um einfach mitzupressen, dass man einfach auch den Druck spürt und weiß, hey, jetzt, ne, gebe ich dem nach und jetzt ist die Wehe da und jetzt presse ich aktiv. Deswegen ist es total gut, dass sie schon wieder so viel spürt jetzt. Geburt eigentlich auch los. Und in dem Moment hat nämlich Eugen auch die Das ging Kamera dann dann flott. aufgestellt, also einfach das Handy, mein Handy Ach genommen, cool, einfach ja. hingestellt, auf uns gerichtet, und haben die Geburt dann mitgefilmt. Und dann lag ich da auf der Seite. Ich habe übrigens die ge komplette Geburt auf der Seite gemacht, auf der linken, was für mich sehr, sehr, sehr angenehm war. Ich war nämlich auch kurze Zeit auf dem Rücken und habe da versucht zu pressen, aber das waren, glaube ich, 2, 3 Wehen und ich habe gemerkt, und der Ja, Arzt meinte genau. auch so, ich glaube, es ist besser auf der Seite. Also Man muss es es einfach sieht sagen und angenehmer für sie aus. ausprobieren. Und ich so, ja, es ist angenehmer. Ja. Lag dann auf der Seite
Und dann ging es ans Pressen. Dann ging es ans Pressen. Wann war die Geburt richtig am Start? Ein paar Wehen hatte ich dann und mein Kreislauf war wieder so down und ich musste mich übergeben. Und ich habe aber gemerkt, also schon ein paar Mal davor, so, okay, ich glaube, da kommt was, vielleicht kommt da auch nichts. Aber dann kam wirklich was. Also, wir sind jetzt ja in der Austreibungsphase, in der Pressphase. Und genau, sie beschreibt jetzt ja gerade, dass sie sich übergeben musste. Das kann zu dem Zeitpunkt sein, das kann aber auch schon zum früheren Zeitpunkt stattfinden. Manche Frauen müssen sich einfach unter der Geburt übergeben und andere nicht. Das ist auch wieder ganz individuell und kann einfach auch von Geburt zu Geburt variieren. Es ist natürlich so, wenn die Gebärmutter sich zusammenzieht, die Wehen kommen, kann es immer sein, dass der Magen hochgedrückt wird. Und klar, dann kann es auch sein natürlich, dass man sich übergeben muss. Das ist immer fies, weil dann hat man irgendwie die Wehe und dann muss man sich noch übergeben. Es ist halt einfach ja sehr, sehr unangenehm. Ich hoffe, es wird jetzt besser. Was raus und wir hatten noch alles bereit und alles war auch gut. Mhm. Und was ich sagen muss, wenn euch das irgendwie peinlich ist vor eurem Partner oder vor irgendjemanden oder keine Ahnung, vor einem Arzt oder was auch immer, euch ist in diesem Moment alles scheißegal. Das wirklich ist so. Alles scheißegal. Ja. Ob ihr da nackt sitzt oder das nicht. Hätte man nicht besser sitzt, auf den Punkt bringen können. Ob euer Mann, Partner oder wer auch immer euch dazwischen die Beine guckt, scheiß. Ja, also es ist ganz häufig so, dass natürlich man ist mit anderen Dingen beschäftigt, man hat diesen Wehenschmerz, das Baby wird jetzt bald geboren und die Hemmungen schwinden einfach und es ist auch einfach ganz wichtig, sich dann fallen zu lassen und entspannen zu können. Es ist ja auch häufig so ein Thema schon vor der Geburt, werde ich auch ganz häufig gefragt, hey, wie ist denn das mit Stuhlgang unter der Geburt und so weiter. Das sind auch so Dinge, die natürlich immer passieren können, dadurch, dass einfach Druck auf den Enddarm ausgeübt wird und dass dann da sich etwas entleert. Aber auch diese Dinge bekommt man unter der Geburt meist selber überhaupt gar nicht mit. Und da müsst ihr euch echt überhaupt gar keine Sorgen machen. Ich weiß, man denkt da immer drüber nach vorher, aber lasst das einfach auf euch zukommen und vertraut da einfach. Egal, ob ihr da nackt, oberkörperfrei seid, scheißegal, ob ihr da irgendwie brechen müsst, scheißegal, also wirklich. Im Kopf ist einfach so alles ausgeschaltet und einfach so konzentriert auf man die ist Geburt, woanders. Dass euch, wie gesagt, alles egal ist. Wie gesagt, ich habe mich übergeben, habe dann aber auch direkt gemerkt, okay, es ist einfacher, es ist ein bisschen entspannter. Oh, auf jeden Fall lag ich dann auf der Seite am Pressen und ich war nie zu einem Zeitpunkt so, boah, ich habe keinen Bock mehr und ich will nicht mehr. Es hat natürlich unfassbar wehgetan. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war ich auf einer Skala auf 11. Also 10 gab es da gar nicht mehr. Ich war 11 oder 12. Es hat echt schon gut wehgetan. Aber ich wusste, diese Schmerzen bringen mich zu meinem Baby. Ja. Und diese Schmerzen sind... Und das ist was ganz Entscheidendes, was sie sagt. Das habe ich mir auch immer gedacht. Und das hört man auch von ganz, ganz vielen Frauen. Es ist einfach so, jede Wehe bringt einem seinem Kind ein Stückchen näher. Und ich habe mir auch immer vorgestellt, hey, ich habe hier so einen Berg an Wehen. Und mit jeder Wehe, die ich jetzt veratmet habe, wird dieser Berg immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und irgendwann, wenn ich unten im Tal angekommen bin, dann kann ich mein Baby in die Arme schließen. Das hat mir immer geholfen, einfach diese Vorstellung, weil man weiß ja nie, wie lange geht es noch und wie viele Wehen werden da noch kommen. Aber es wird auf jeden Fall mit jeder Wehe eine weniger und irgendwann schließt man dann sein Baby in die Arme. Positiv. Und ich war nie so, dass ich mir gedacht habe, oh, ich habe keinen Bock mehr und ich hasse es und scheiße und ich will das Baby nicht oder keine Ahnung, was natürlich viele sagen. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Jeder ist natürlich bei der Geburt anders. Das ist einfach bei jeder Geburt anders. Aber ich hatte trotzdem sehr, sehr positive Gedanken die ganze Zeit. Habe gepresst, habe alles gegeben, habe wirklich mein ganzes Leben da reingesetzt, um dieses Baby da rauszubekommen. Ja. Und es war so, so schön, dass die Hebamme ab und zu immer mal gesagt hat, fühlen Sie mal, man fühlt den Kopf. Und dann habe ich da gefühlt toll. Und habe den Kopf gefühlt. Und ich so, mein Gott. Also das ist auch wirklich etwas, was total positiv sein kann, wenn man einfach gefragt wird oder auch wenn ihr selber jetzt das hört und dann denkt, daran erinnere ich mich unter meiner Geburt und fragt dann die Hebamme, ob ich mal das Köpfchen fühlen kann oder ob sie mir helfen kann oder so. Das ist wirklich etwas, was vielen ganz, ganz viel Kraft und einfach super viel Mut gibt für den Endspurt, weil man weiß, man ist unter der Geburt, das Baby wird bald geboren, aber irgendwie kann man es doch immer noch nicht so richtig glauben und realisieren, alles ist so surreal und man ist ja auch so ein bisschen in so einem Tunnel und glaubt irgendwie nicht, dass es vielleicht wirklich bald zu Ende ist und man sein Baby in den Arm hält und das kann total helfen, die Dinge realer zu machen, wenn man einfach einmal tastet unten und selber fühlt, hey, da ist wirklich schon das Köpfchen, ich kann das Köpfchen schon fühlen und das ist einfach, das steht, ist kurz vorm Ausgang und es muss so sein, ich habe mein Baby bald in den Armen, also es hat mir auch total geholfen unter der Geburt, ganz, ganz doll, auch wenn man selber jetzt vielleicht gerade denkt, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen, sich einfach mal drauf einlassen. Man fühlt den Kopf. Weitergemacht. Und dann meinte sie, fühlen Sie nochmal, man fühlt, dass er Haare hat. Und ich so, krass. Mein Gott, Haare.
Es war so krass. Oh, und schön. Jedes Mal hat sie aber trotzdem mich irgendwie mit eingebunden und meinte so, oh, fühlen Sie nochmal, man kann das Köpfchen schon richtig spüren und es kommt, es kommt. Und es war so anstrengend halt für mich, weil wie gesagt, dieser Schlaf hat gefehlt. Ja. Ich hatte die ganze Zeit Hunger, mein Kreislauf war am Arsch und ich war müde und es war einfach so, na, es war sehr, sehr, sehr erschöpfend. Dann haben wir irgendwann den... Ja, man ist einfach irgendwann super erschöpft und dann kommen halt manchmal auch diese Gedanken, die sie gerade beschrieben hat, die ja bei ihr nicht gekommen sind, dass man einfach denkt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich gehe jetzt nach Hause. Und das ist aber meistens dieser Punkt so, an den ganz viele Frauen kommen, das ist meistens kurz vor der Geburt. Kurz bevor das Baby geboren wird, hat man nochmal kurz diesen Moment und dann sammelt man quasi seine letzten Kräfte, von denen man gar nicht wusste, dass man sie noch hat. Und dann wird ganz oft das Baby geboren. Also auch das ist überhaupt gar nicht untypisch. Am 23.12., also schon nach Mitternacht, und habe weitergepresst und weitergemacht und weitergemacht. Ja, und Eugen hat mir so unfassbar gut die ganze Zeit dabei geholfen. Oh, also er war die beste Unterstützung überhaupt. Er hat mich nicht genervt. Er war zu keinem Zeitpunkt irgendwie so, dass er mich gestört hat. Auch das nochmal, also... Die Begleitpersonen spielen einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle für die Frauen unter der Geburt. Das bestätigen fast alle, dass es wirklich eine der wichtigsten Personen einfach unter der Geburt oder die wichtigste Person unter der Geburt ist. Einfach jemand, der einem zur Seite steht, der wie der Fels in der Brandung einfach die ganze Zeit da ist. Wer das auch immer ist, ob das der Partner, die Partnerin ist, die beste Freundin, die Mama, die Schwiegermutter, wer auch immer. Aber das hilft auf jeden Fall und ist einfach eine wahnsinnige Stütze und total wichtig, auch wenn man selber als Begleitperson vielleicht manchmal daneben steht und denkt, hey, ich mache doch gar nicht so viel und wie kann ich ihr jetzt noch besser helfen? Auch diese Gefühle, Gedanken bekommt man natürlich häufig mit, aber einfach nur, dass man da ist, hilft schon wahnsinnig. Und dann ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr immer sagt, was wollt ihr jetzt gerade? Wollt ihr, dass eure Begleitperson euch den Rücken massiert? Wollt ihr ein bisschen Druck hinten ausgeübt haben? Wollt ihr einfach nur, dass jemand euch ein bisschen die Hand hält die ganze Zeit? Ja, das muss man einfach kommunizieren. Oder wollt ihr gar nicht angefasst werden und er oder sie soll einfach dort sitzen und euch in Ruhe lassen? Auch das ist völlig in Ordnung, aber es ist einfach wichtig, dass jemand dabei ist und auch zum Beispiel das Sprachrohr ist. Wenn man selber nicht mehr gut kommunizieren kann, weil man einfach so mit sich selber beschäftigt, ist es total gut, wenn man jemanden dabei hat, der das dann für einen übernimmt. Von daher, liebe Begleitperson, ihr habt einfach eine super wichtige Rolle unter der Geburt und es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr dabei seid und gerade in dieser Phase der Geburt ist es einfach so, so wichtig, zu motivieren. Der Zuspruch in dieser Phase ist einfach ganz, ganz wichtig, weil man einfach an diesem Punkt ist, wo man denkt, ich kann nicht mehr und ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Man zweifelt an sich selber, werde ich das schaffen? Und da braucht man einfach diesen Zuspruch und das ist einfach super wichtig. Gehört hat oder so, er hat mir so geholfen und meinte, du machst das super, du machst toll und du bist so krass und... Ja. Das ist so, so gut gewesen, einfach diese Unterstützung. Weiter und weiter und weiter. Und dann meinte der Arzt, okay, das Köpfchen, das geht die ganze Zeit immer wieder weiter zurück. Also ich krieg's nicht weiter nach vorne oder nur sehr, sehr, sehr langsam. Und ich habe wirklich gemerkt, ich bin langsam am Ende mit meinen Kräften. Und dann meinte der Arzt, wir haben ja noch die Möglichkeit von der Sauglocke. Ich so, okay, machen wir die Sauglocke jetzt. Und dann meinte er, nee, ich gebe Ihnen noch 4-5 Wehen und dann frage ich Sie nochmal. Ja. Also auch das ist nicht ungewöhnlich. Gerade beim ersten Baby, das ganze Gewebe, der Beckenboden, alles ist noch sehr straff und dann kann es immer auch eine ganze Weile dauern, bis das Köpfchen wirklich sichtbar wird in der Scheide und dann ist es einfach auch so, dass es sich immer wieder ein bisschen vorschiebt und dann in der Wehenpause wieder ein bisschen zurückzieht und wieder ein bisschen vorschiebt und wieder ein bisschen zurückzieht, bis es irgendwann dann über diesen Punkt hinüber ist, aber das kann natürlich auch eine ganze Weile dauern. Dann gucken wir. Ich meine 4-5 Wehen gehabt, weitergepresst, hat mich nochmal gefragt und ich so, ja, wir machen die Glocke. Aber ist alles dann okay mit dem Baby? Passiert da nichts? Alles gut. Und ich dachte wirklich, das ist so ein Riesending irgendwie, keine Ahnung, was ich mir da vorgestellt habe. Irgendwie so eine Saugglocke, so ein Horrorfilm, aber überhaupt nicht. Das war so ein kleines Ding, ist auch wie so ein Jojo. Irgendwie so mit einem Ding, was man halt so wie so ein Vakuum machen kann. Und dann waren es, glaube ich, ja, genau. Also das ist auch immer etwas, was man sich ganz schrecklich vorstellt. Eine Sauglocke, wie sie gerade schon sagt, ein Rieseninstrument. Die sind wirklich gar nicht groß, ganz klein und werden dann, wenn sie zum Einsatz kommen, am kindlichen Köpfchen quasi platziert. Und jetzt bin ich gespannt. Eine oder zwei Wehen oder so. Und es war echt krass. Also es war... Und dann wird quasi ein bisschen mitgeholfen. Also dieser Moment, als das Köpfchen draußen war... Ja.
Es war Krasser Moment. unfassbar. Es hat zum Glück auch nichts wehgetan untenrum, weil Ja. manchmal sagt man ja, boah, es hat voll gebrannt oder hat Ja. voll wehgetan. Ja. Fand ich nicht, zum Glück. Ja. Es hat nicht wehgetan, weil als das Köpfchen dann draußen war und die Hebamme meinte, gucken Sie mal nach unten, das Ja, Köpfchen ist da. krass. Und ich gucke runter und sehe dieses Oh Köpfchen und Gott. denke mir so, oh mein Ja. Gott. Ja, das ist halt auch so total surreal. Man denkt halt, oh Gott, man sieht wirklich den Kopf und der ist da wirklich und es kann jetzt nicht mehr lange dauern. Und das beschreiben halt auch viele Frauen, wenn das Köpfchen geboren ist, dass dann der Schmerz auch erstmal deutlich milder ist oder sogar vorbei ist. Und meistens ist es dann so, dass dann wirklich der Rest des Körpers quasi vom Baby in der nächsten Wehe oder in den nächsten Wehen folgt und dass das dann auch ja schon mit deutlich weniger Schmerzen oder wie gesagt auch schmerzfrei ist. Aber auch das empfindet natürlich jede Frau ganz anders. Neugend, so man sieht so richtig im Video so. Ja, Das war klar, wenn so man es noch auf krass. Und Video dann hat, fand das ich es ist richtig dann krass. Der Arzt meinte sie, so und jetzt krass. husten. Und ich habe dann gehustet, ohne Wehe. Und da meinte er, und jetzt stöhnen. Und dann kam so langsam der Körper raus. Und dann einfach zack, zack, zack. Ja. Und dann war er da und sie haben ihn auf die Brust gelegt. Und das war einfach so, what the fuck? Meine Ja. ersten Gedanken waren, oh mein Man Gott, kann es oh nicht mein Gott, oh glauben. mein Gott, what Ja. the fuck? Ich Ja. habe es geschafft. Ja. Ich habe ein Baby. Ich Ja. habe es geschafft. Wie zum Teufel? Wie Ist dieses Kind krass. hier hingekommen? Also meine Gedanken waren einfach nur gefüllt mit Erstaunen, was mein Körper gerade geschafft hat, voller Glücksgefühle, als ich ihn gesehen Ja. habe. Einfach ein kleiner Mensch, der aus mir rauskam, der 9, 10 Monate in mir aufgewachsen, gewachsen ist. Es war so krass. Es war so das krasseste Gefühl, was ich jemals in meinem Leben gefühlt habe, gespürt habe. Es war Ja, einfach, ich kann es einzigartiger gar nicht Moment. beschreiben. Ich glaube, jeder. Ja, genau, man kann es gar nicht beschreiben, wie sie schon sagt. Das ist einfach so ein einzigartiger Moment. Jeder empfindet auch etwas anderes in diesen Minuten nach der Geburt. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es einfach ein ganz besonderer, einzigartiger Moment ist und jedes Gefühl ist dort erlaubt. Und ja, einige sind einfach nur super glücklich, mega happy, dass sie ihr Baby in den Armen haben. Dann ist man einfach mega stolz, natürlich, dass man das geschafft hat, dass man das, wo man bis eben noch dachte, ich schaffe das nicht und das wird nichts mehr, dass man sein Baby wirklich geboren hat. Ja, dass beide einfach gesund sind, das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Und ja, dann genießt man quasi einfach diesen ganz besonderen Moment. Ich kann es richtig nachfühlen. Jede Mama kann verstehen, wie sich das Ja. anfühlt, wenn sie das erste Mal ihr Baby sehen. Es war einfach, ich war wie in Trance, ich war wie Ja. im Traum. Es war einfach so unreal. Es war einfach Ja, so, unreal ist ein what gutes Wort. the fuck? Ich Ja. habe gerade ein Baby geboren. Sie haben ihn mir dann. Ja, das ist auch typisch, dass es halt wirklich einfach auch nicht real für einen ist. Man bereitet sich zwar die ganze Zeit vor und dann hat man das Baby in den Armen und denkt so, hey, wo kommst du denn her? Ich meine, klar weiß man, ne, man hat es gerade geboren, es kommt aus dem Bauch, aber es ist einfach, das muss man erstmal realisieren. Genauso wie man erstmal realisieren muss, wenn man schwanger ist, hey, ich bin jetzt schwanger. Genauso muss man jetzt erstmal realisieren, ich bin jetzt nicht mehr schwanger und ich habe jetzt mein Baby im Arm. Das ist einfach ein ganz, ganz krasser und einfach ganz, ganz besonderer Moment. Auf die Brust gelegt und ich habe einfach nur geheult. Ich habe ihn Ja. mir angeschaut, ich habe nur geheult. Ich war einfach so glücklich. Es war einfach so ein unfassbar schöner, emotionaler Moment für mich, für Eugen, für uns alle. Eugen hat auch sofort angefangen zu weinen und kurz. Und auch das ist ganz unterschiedlich. Manche fangen wirklich sofort an zu weinen und sind einfach mega happy. Andere wiederum sind einfach nur total erschöpft und müde von dieser super anstrengenden Geburt, freuen sich natürlich über ihr Kind und lieben es. Aber es war einfach wahnsinnig anstrengend und man muss vielleicht erstmal einen Moment durchatmen, verschnauben. Auch das kann ich total gut nachvollziehen. Das hatte ich zum Beispiel mit meiner großen Tochter auch. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, aber ich musste erstmal durchatmen und das irgendwie kurz, ganz kurz verarbeiten, was da gerade passiert ist. Und das ist einfach super individuell, was man dort fühlt. Und ja, von daher. Nachdem er draußen war und auf meiner Brust lag, habe ich auch sofort meine Eltern per Ja. FaceTime mitten in der Nacht angerufen und war so. Ich glaube, das Erste, was ich gesagt habe, war, ich habe es geschafft. Weil ich einfach Ja. so perplex war, dass ich es einfach hinbekommen habe. Ich habe einfach ein Kind geboren. Ich habe es Ja. einfach. Das war einfach in diesem Moment so. Vorher war es irgendwie so, okay, ich werde schon irgendwie hinkriegen und Ja. es wird schon möglich sein und es wird auch Na passieren und es klar. wird auch alles, aber
Dieser Moment, diese Realisation, dass ich es wirklich geschafft habe, war einfach unfassbar. Und ich war einfach so glücklich und stolz und voller Endorphine und voller Glücksgefühle in diesem Moment. Das war krass. Es war einfach so unfassbar heftig. Es war einfach das schönste Gefühl, das, was man sich einfach vorstellen kann. Also wirklich, also ich kann es mit nichts auf dieser Welt vergleichen. Schön. Was ich in diesem Moment gefühlt habe. Und man sagt es immer wieder und man hört es immer wieder in irgendwelchen Videos, ob es irgendwie bekannte Freunde ja. oder wer auch immer sagt. Aber wenn man es dann einmal erlebt hat, das ist einfach, man will es immer wieder erleben. Das ist einfach so. Das kann ich gut verstehen. Deswegen habe ich vier Kinder. Die Schmerzen waren mega schön weg. Ich hatte keine einzige Wehe danach. Ich habe extra darauf geachtet, ob ich da irgendwie noch eine Wehe habe. Ich hatte, glaube ich, auch keine Wehe für die Nachgeburt, also für bei der Plazenta. Die wurde... Genau, jetzt sind wir ja quasi in der Nachgeburtsphase. Der Mutterkuchen muss noch geboren werden. Wie schnell das geht, ist einfach auch super unterschiedlich von Frau zu Frau. Und man hat dann Kontraktionen, man hat diese Nachwehen. Einige verspüren die auch nochmal als so ein bisschen unangenehm. Andere verspüren nur ein hart und locker werden des Bauches und wieder andere merken gar nichts davon. Also auch das ist einfach sehr individuell. Aber man ist auch einfach, ja, wie sie schon sagt, voller Hormone, voller Endorphine, voller Glückshormone. Und auch mit was anderem beschäftigt. Man hat sein Baby im Arm, kuschelt, hat diesen nackten Hautkontakt, diesen nackten Körperkontakt, stillt vielleicht schon das erste Mal. Also man ist auch woanders mit seinen Gedanken in dem Moment. Rausgedrückt, wo ich auch mir vorher so eine Panik geschoben habe, weil ich mir dachte, boah, voll unangenehm. Und dann hat man irgendwie noch mehr Schmerzen, wenn das Baby dann da ist. Aber es war ein leichter Druck auf den Bauch und dann war die Plazenta auch schon raus und das war's. Also das ist wirklich nichts der Rede wert. Ja, das ist auch häufig so, dass viele auch nochmal Angst haben, dass das vielleicht auch nochmal wehtut, wenn der Mutterkuchen geboren wird. Aber auch da sagen ganz, ganz viele Frauen, dass das so, wie Dagi auch sagt, eigentlich schmerzfrei passiert oder wie gesagt nur mit einem leichten, unangenehmen Druck verbunden ist. Es ist so, man muss sich vorstellen, der Mutterkuchen hat ja eine flexible Form, das heißt, der passt sich ja dann auch an. Und es ist so, dass er ja auch so schwammig ist und nicht wie das kindliche Köpfchen halt fest. Von daher braucht ihr euch deswegen keine Sorgen machen. Eugen auch die Nabelschnur durchschneiden. Oh, und es war einfach so ein krasses Gefühl, so ein heftiges Erlebnis, mein Baby auf dem Arm zu haben, auf der Brust zu haben und so diese leichten Babygeräusche. Das war einfach so krass. Und hat wirklich gar nicht wirklich geweint. Also ich glaube, der hat so dreimal way, way, way gemacht und dann war er einfach wach. Er hatte die Augen auf, er hat dann geguckt. Rumgeschaut und ich war einfach so, das kann doch nicht wahr sein, du bist super. Auch das ist total typisch, dass die Kinder, also manchmal schreien sie direkt nach der Geburt, manchmal machen sie das auch nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Aber was immer der Fall ist oder sehr häufig, dass sie halt diesen wachen Moment haben nach der Geburt, wo viele auch immer sagen, hey, mein Baby hat mich die ganze Zeit angeschaut und war total wach, wirkte total wach, ganz konzentriert, weil natürlich auch die Kinder merken die Geburt, das geht ja auch nicht an denen spurlos vorbei. Und auch die haben manchmal auch natürlich Stress unter der Geburt und dann ist es ganz häufig so, sie schütten auch Hormone aus unter der Geburt, die sie dann auch meistens so wach machen nach der Geburt oder so wach wirken lassen nach der Geburt. Überhaupt nicht ungewöhnlich. Perfekt, du bist einfach so perfekt. Diese Härchen, diese Arme, diese Hände, diese Füßchen. Ich habe mir alles angeschaut und es war unfassbar. Ja. Es war einfach unfassbar. Kurz nachdem der Kleine dann da war und auf meiner Brust lag, habe ich dann noch zum Arzt gesagt, boah, voll schade, dass es irgendwie nicht... Und dieses auf der Brust liegen, was sie jetzt auch beschreibt, das Bonden, das ist natürlich auch total toll, dass sie einfach ihr Baby direkt nach der Geburt ja auf die Brust entweder sich selber genommen hat oder gelegt bekommen hat, dieser nackte Körperkontakt, das ist einfach auch wahnsinnig wichtig für beide, also für die Mama wie auch fürs Baby, ganz, ganz wichtig. Diesen nackten Hautkontakt zu spüren, ist wichtig fürs Urvertrauen, ist wichtig für die Bindung, ist einfach wichtig, damit die Kinder gut ankommen können, sich auch sicher und geborgen fühlen, diese Nähe, die Liebe spüren, den Trost spüren. Und man muss sich auch immer vorstellen, von jetzt auf gleich, wenn sie geboren werden und die Nabelschnur ist durchgeschnitten, ist alles anders. Sie müssen plötzlich selber Nahrung zu sich nehmen, sie müssen selber verdauen, sie müssen selber ausscheiden. Dann ist es so, sie sind taktilen Reizen ausgesetzt, also dass sie angefasst, berührt werden, sind visuellen Reizen ausgesetzt, dass sie halt plötzlich, ja, Dinge sehen und all das ist von jetzt auf gleich ja ganz neu, auch das Körpertemperatur halten, die Atmung etc. Und das geht natürlich auf der Brust von Mama am besten, weil
Euer Herzschlag ist bekannt, eure Atmung ist bekannt, eure Stimme ist schon bekannt. All das kennen die Kinder aus dem Bauch und das beruhigt sie natürlich. Von daher ganz, ganz wichtig, wenn es bei euch so sein sollte, dass das direkt nach der Geburt nicht möglich ist oder dass eure Begleitperson das übernimmt, weil ihr vielleicht noch im OP seid oder wie auch immer, macht euch da überhaupt gar keine Sorgen. Auch in den Tagen nach der Geburt ist es immer wieder möglich zu bonden, auch in den Wochen danach und so. Da kann man das alles nachholen. Ich spreche da aus Erfahrung. Meine zwei letztgeborenen Kinder sind nämlich zum Beispiel auch zu früh geboren. Da war das nicht möglich, direkt nach der Geburt zu bonden. Und dann macht man sich halt verrückt. Hey, das erste Bonding soll so wichtig sein. Auch noch danach ist es einfach super wichtig und ganz, ganz wertvoll. Und auch das Klinikpersonal legt super viel Wert darauf, einfach, dass immer, wenn es möglich ist, ihr diesen nackten Körperkontakt herstellen könnt. Und ihr könnt das dann auch alles nachholen. Alleine geschafft habe, ich war irgendwie so ein bisschen selber enttäuscht von mir, also was eigentlich total bescheuert ist. Also ich hätte es mir gewünscht, dass ich einfach alleine schaffe Ja. natürlich, aber der Aber Arzt meinte da dann zu mir, brauchst nee, du Sie dir haben das gar schon keine alles Sorgen komplett alleine machen. gemacht. Ich habe nur ein ganz, Ja. ganz kleines bisschen mitgeholfen. Sie haben das schon alleine gemacht. Sie haben Ja. den Also kleinen da Rücken. finde ich, sieht man auch einfach nochmal, was für ein Druck auf einem lastet und auf den Frauen häufig lastet. Einfach diese Erwartungshaltung, dass man denkt, ich muss das alleine schaffen, ohne Hilfe, eine spontane Geburt. Also lasst das nicht zu, diese Gefühle. Ich weiß, das machen sich viele Frauen nach der Geburt oder auch schon vor der Geburt einfach viele Gedanken darüber. Aber lasst diese Gedanken nach Möglichkeit nicht zu, weil das ist einfach völliger Quatsch. Egal ob per Kaiserschnitt, per Spontangeburt, ob mit Saugglocke oder ohne Saugglocke, ihr habt euer Baby zur Welt gebracht, geboren aus eigener Kraft und macht euch deswegen echt nicht verrückt und überhaupt gar keine Gedanken. Also bitte, bitte, bitte nicht. Alleine rausgebracht. Ich habe nur ein bisschen mitgeholfen mit der Saugglocke. Das hat mir trotzdem noch so ein Ja. richtig positives Gefühl gegeben, weil ich irgendwie direkt danach nicht Schuldgefühle hatte, aber irgendwie war ich so ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich es nicht komplett alleine geschafft habe. Aber Ja. es hätte auch nicht. Also auch das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Das hört man ganz, ganz oft, dass die Frauen enttäuscht von sich selber sind, Schuldgefühle haben, sich Vorwürfe machen. Was hätte ich besser machen können? Wie hätte ich es besser beeinflussen können? Versucht das wirklich ganz zu lassen, weil ihr gebt da 150%. Eine Geburt ist wahnsinnig anstrengend und eine Riesenherausforderung und ihr macht das großartig. Also von daher ganz, ganz große Bitte an euch. Glaubt an euch und vertraut in euch. Egal ob eine Spontangeburt mit Saugglocke oder ohne Saugglocke oder ein Kaiserschnitt, ihr habt das großartig gemacht. Und das ist das Wichtigste, dass es euch und eurem Baby gut geht. Und darauf könnt ihr wirklich ganz, ganz, ganz stolz sein. Viel gebracht, weil ich hätte locker irgendwie noch eine Stunde oder so weitermachen können, weil der Kleine halt, wie gesagt, die ganze Zeit ein bisschen nach hinten gerutscht ist, aber man hat wirklich gemerkt, meine Kräfte verlassen mich Ja, einfach man, langsam. Und genau. vielleicht war es für mich einfach, ich weiß nicht, gerade in diesem Moment einfach so, dass ich gedacht habe, so, ich habe es irgendwie nicht alleine geschafft, aber dann meinte der Arzt wirklich Doch, sofort hast so, du. nee, 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 machen Sie sich da bitte, bitte, bitte gar keine Gedanken. Sie haben Ja. das alles super gemacht, Ja. perfekt gemacht. Und dann meinte er dann auch, selten eine so entspannte Geburt gehabt, Oh, weil sie einfach so schön. leise waren oder irgendwie sowas hat er gesagt. Und ich war so, okay, krass. Und dann meinte er, sie sind auf jeden Fall unter den Top 10. Und ich war so, hä? Okay, krass. Irgendwie sowas hat er gesagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mich das dann auch ein bisschen stolz gemacht und ich war so ein bisschen so, Definitiv kannst du okay, stolz sein auf das dich. ist schön Du zu hast was hören. Aber großartig ich glaube gemacht. einfach, in diesem Moment war ich einfach so voller Adrenalin, Endorphin und alles. Und Ja. es hat sich einfach alles in meinem Kopf angestaut, dass ich das einfach gesagt habe und vielleicht einfach so eine kleine Mini-Mini-Mini-Enttäuschung hatte, dass ich es nicht alleine geschafft habe. Aber das ist totaler Bullshit eigentlich. Jetzt im Nachhinein, das ist so bescheuert. Ich hätte es einfach, bestimmt hätte ich es hinbekommen, aber halt am Ende meiner Kräfte. Aber ich finde es total schön, dass sie es sagt und dass sie auch selber sagt, dass sie einfach diese Gefühle hat, dass sie das zugelassen hat, das auch geäußert hat, auch hier so. Das ist, finde ich, auch mega mutig, das zu sagen. Und dann aber auch zu sagen, ich weiß, das ist totaler Quatsch und das ist nicht so und ich teile meine Gedanken mit euch, weil ich weiß ganz genau, dass es ganz vielen Frauen da draußen ganz ähnlich geht und dass viele auch noch nach der Geburt dann darunter leiden, weil sie irgendwie denken, sie haben was falsch gemacht oder sie haben nicht 100% gegeben oder sich vergleichen und auch da bitte nicht vergleichen. Man kann die Geburten nicht miteinander vergleichen. Jede Geburt kann anders laufen. Ich hätte auch nie gedacht, dass zwei meiner Mäuse zu früh geboren werden. Da hat man einfach manchmal keine Aktien drin. Vielleicht eine Stunde länger. Deshalb,
war schon gut, so wie es war, und dem Kleinen geht's gut und war kerngesund und es war auch nicht schlimm mit der Glocke. Der hatte so einen leichten, wie so einen Knutschfleck am Kopf, aber der war nach zwei so Tagen auch schon Marke, komplett weg und ihm hat das auch nicht wehgetan. Man hat dann irgendwie geguckt und getastet. Es war alles gut, deshalb. Das kann auch immer sein, dass dann von der Saugglocke hier so eine kleine Marke bleibt, sagen wir immer. Die verschwindet dann aber in der Regel in den nächsten Tagen von alleine. Ja, ich wollte es auf jeden Fall auch erzählt haben, weil ich denke, viele haben vielleicht solche Zweifel. Finde ich total gut. Oder kleine Mini-Zweifel, wenn man so eine kleine Hilfe bekommt. Aber das muss man halt, wie gesagt, wirklich nicht haben, weil diese 22 Stunden, die ich davor dann auch geschafft habe, habe ich ja auch alleine geschafft. Eben. Was schön an dem Krankenhaus ist, wo ich entbehrt habe, ist, sind babyfreundlich zertifiziert. Ich denke, sehr viele oder alle Krankenhäuser, wo man Babys bekommen kann, sind babyfreundlich, aber sie haben so ein extra Zertifikat, was so sehr auf das Bonding zu Mama und Papa und zu dem Baby halt einfach hinaufsieht, und sie haben ihn dann auf die Brust gelegt. Schön. Und sie haben uns, glaube ich, dann erstmal anderthalb Stunden komplett alleine gelassen. Sie sind dann rausgegangen, schön, alle. Dann waren halt wir drei nur da als kleine Familie und haben uns dann erstmal kennengelernt und erstmal realisiert, was gerade jetzt die letzten paar Stunden passiert ist. Also insgesamt muss man ja sagen, dass ich dann 22 Stunden in den Wehen war. Also, das war schon fast lang, vier. Das war ein bisschen kurz, aber dazu muss ich auch sagen, die Zeit ist so verflogen. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie auf die Uhr geguckt habe, waren zwei Stunden später. Also macht euch da wirklich keine Sorgen, dass es irgendwie so lang dauert und es zieht sich so. Die Zeit zieht sich überhaupt nicht. Es geht einfach zack. Also das ist auch total schön, dass einfach nach der Geburt wirklich die Zeit und die Ruhe war, dass sie erstmal zusammen als Familie ankommen konnten, kuscheln konnten. Ja, einfach auch, man guckt meistens sein Baby die ganze Zeit an und es ist halt so unwirklich und man muss es erstmal realisieren. Und ja, die kleinen Mäuse sind ja auch so wunderschön und so perfekt und dann stillt man vielleicht schon das erste Mal. Also richtig, richtig schön, dass sie die Zeit da auch so genießen konnten dann für sich. Das braucht man dann auch einfach. Zack, 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 und dann ist es einfach schon passiert. Also macht euch da wirklich keine Sorgen. Deshalb empfinde ich es auch nicht als schlimm oder als irgendwie negativ oder so, dass es halt jetzt 22 Stunden war. Nee. Seit Anfang der Wehe bis der Kleine da war natürlich. Also empfinde ich als überhaupt nicht schlimm, überhaupt gar nicht. Also macht euch da auch überhaupt keinen Stress, wenn es dann irgendwie 3 Stunden dauert oder dann 20 Stunden dauert, ihr kriegt das hin. Versprochen, ihr kriegt das hin. Wenn ich es hinbekommen habe mit 2 Stunden Schlaf, Kreislaufproblemen und so weiter, dann kriegt ihr das auch hin, zu 100%. Definitiv. Und dann waren wir da mit dem Kleinen. Und er wurde mir auch schon direkt angelegt. Ich stille ja auch komplett voll und hat auch super geklappt. Er hat sofort gecheckt, was zu machen ist. Und seitdem haben wir auch überhaupt gar keine Probleme beim Stillen. Es läuft alles einfach wunderbar, wie am Schnürchen. Einfach wirklich perfekt. Das kann man sich gar Hört nicht sich vorstellen. Richtig gut an, würde ich sagen. Super und perfekt läuft. Ja, und dann nach den anderthalb Stunden, wo wir erstmal komplett alleine gelassen wurden, wurde der Kleine erst gemessen und gewogen und so weiter. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also es war wirklich, diese anderthalb Stunden waren einfach so wichtig, auch wenn man so kaputt war und so müde war und einfach gefühlt nur schlafen wollte. Man konnte nicht schlafen, man hat den Kleinen gesehen und war so. Ja, genau. Also das ist halt auch ganz typisch. Man ist einfach super müde, kaputt von der Geburt, aber trotzdem ist man ja auch voller Glückshormone, Gefühle und man guckt einfach die Kinder die ganze Zeit an und ist auch super aufgeregt natürlich. Alles ist mega spannend. Man ist total stolz, dass man es geschafft hat und ja, man kann nicht schlafen. Man guckt die ganze Zeit das Baby an und denkt, ja, ich könnte jetzt eigentlich schlafen, aber nein, ich will nicht. Das kann ich total gut nachempfinden. Ging mir auch jedes Mal ganz, ganz genauso. Und ja, auch schön, dass sie dann direkt einfach nach der Geburt schon anlegen konnte und dort auch Unterstützung bekommen hat. Auch das ist immer total toll, wenn man wirklich innerhalb der ersten Stunde nach der Geburt direkt das Baby anlegen kann, direkt an die Brust legen kann. Dort ist auch dann der Such- und Saugreflex halt besonders stark ausgeprägt. Und ja, dann können die Kinder quasi auch das erste Mal trinken. Aber auch da, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, dann ist es so, dass das auch wirklich, dass da alle drauf gucken, dass das ganz schnell nachgeholt wird. Was ist hier gerade eigentlich passiert? Ja. Das erstmal zu realisieren, das war einfach so ein heftiges Gefühl. Gleichzeitig danach die Realisation, dass er einfach am 23.12. zur Welt gekommen ist. Und 23 ist einfach unsere Glückszahl, unsere Liebeszahl. Ach, das ist so krass. Wir haben am 23.06. geheiratet. 23 ist Eugens Lieblingszahl. 23 Hours, unser Musiklabel. Also die 23 verfolgt uns wirklich schon die ganze manchmal Zeit. Manchmal suchen sich die Kinder den richtigen Zeitpunkt aus. Am 23.12. Schicksal. Das ist
Unfassbar. Was ich auch ganz lustig fand, nachdem ich bekannt gegeben habe, dass der Kleine da ist, habe ich dann schon ein paar Nachrichten bekommen, so, ja, das war bestimmt ein geplanter Kaiserschnitt, was jetzt auch nicht schlimm gewesen wäre oder so. Wegen dem 23. Kein geplanter Kaiserschnitt, das war wirklich alles Schicksal, dass der Kleine am 23. Krass, ja. kommen wollte. Und der Kleine ist dann am 23.12. kurz nach 1 Uhr mit 54 Zentimetern und mit 3835 Gramm auf die Welt gekommen. Und ein paar meinten dann auch, oh mein Gott, man hat dir gar nicht angesehen, dass der Kleine so ein Riese wird. Er ist auf jeden Fall nicht klein zur Welt gekommen. Da mich auch viele gefragt haben, ob ich Geburtsverletzungen hatte. Eigentlich keine, nichts der Rede wert, sagen wir mal so. Ich hatte keinen Dammriss, ich hatte keinen Dammschnitt. Ich hatte einen leichten Riss in der inneren Schamlippe. Genau, auch das ist immer ja sehr individuell, ob man Geburtsverletzungen hat. Was für Geburtsverletzungen man hat, ist aber auch, wie gesagt, überhaupt nicht ungewöhnlich, dass Geburtsverletzungen auftreten können. Und es ist normalerweise so, dass der Mutterkuchen geboren wird und dann wird hinterher immer nochmal so eine Damminspektion gemacht im Kreißsaal, dass einfach geschaut wird, ist was gerissen, was ist gerissen. Und dann wird das in der Regel auch sehr zeitnah im Kreißsaal dann versorgt, sagen wir immer, also quasi dann genäht. Dann kriegt man immer so eine Lokalanästhesie. Das ist dann auch wirklich nicht mehr schmerzhaft. Auch das stellt man sich ja immer ja, ganz fies vor. Irgendwie, dann kriege ich irgendwie noch eine Spritze und jetzt nach der Geburt will ich auch niemanden mehr irgendwie daran lassen. Das ist auch total verständlich. Aber viele Frauen berichten, dass das wirklich halb so schlimm ist und dass sie davon eigentlich gar nicht mehr viel dann gemerkt haben. Und in der Regel verheilen die Geburtsverletzungen auch ganz gut. Der wurde dann mit 3 Stichen zugenäht. Oh, ja. Entdecke den Geschmack. Ohne Zucker, voller Geschmack. Jetzt probieren. Und der ist jetzt mittlerweile auch jetzt komplett verheilt. Das waren selbstauflösende Nähte. Ich habe da jetzt auch nichts mehr drin. Also es ist alles super Auch das ist typisch, dass eigentlich so selbstauflösende Fäden verwandt werden. Das heißt, die müssen dann nicht mehr gezogen werden, sondern die lösen sich dann von allein auf. Spannend. Mein Bett wurde reingeschoben. Ich habe mich dann ins Bett gelegt und der Kleine wurde mir dann auf die Brust gelegt, also auf die nackte Brust. Schön. Und wurde eingewickelt. Er hatte übrigens auch über 24 Stunden überhaupt nichts an, außer nur eine Windel und die ganze Zeit nur ein Spucktuch um sich rum, damit die Bindung einfach zu mir sehr stark ist. Ja. Und deshalb diese ganzen Babyklamotten, die ich mitgenommen habe, die waren einfach komplett unnötig. Aber es macht ja auch Spaß. Die ganze Zeit nackig, also in so ein Mulltuch drin. Der Kleine lag dann auf meiner Brust in der Nacht. So haben wir dann auch geschlafen. Ich glaube, wir haben auch nur 3 Stunden geschlafen oder so, oder maximal 4. Ja. Ich konnte aber auch nicht mehr schlafen, weil es einfach so krass war. Der Kleine lag dann auf meiner Brust, der war total ruhig, er hat nicht geweint. Und es war so krass und ich bin trotzdem jedes Mal wach geworden, habe seinen Kopf gestreichelt. Ja. Die Meditationsmusik war die ganze Zeit immer noch an, dann in unserem Zimmer an. Und ich streichel seinen Kopf und es war einfach so surreal. Und ich gucke Eugen an, wie er schläft, ich gucke mein Baby an und ich denke mir so, what, was ist passiert? Das ist das war so ein krass. Ja, also auch das kann ich richtig gut nachfühlen. Das ist einfach das, man kann es noch nicht richtig realisieren und man ist einfach auch so mega stolz und man möchte die ganze Zeit sein Baby angucken, weil man es einfach so wunderschön findet und ja, kommt einfach nicht richtig zur Ruhe, auch wenn man ja lange wach war und einen richtigen Kraftakt hinter sich hatte und ein bisschen Schlaf durchaus gut vertragen könnte. Ist das einfach wunderschön, die ganze Zeit sein Baby zu bestaunen und sich wirklich jeden Winkel anzuschauen vom Kind. Ich meine, man überlegt sich die ganze Schwangerschaft, wie wird dieser Moment sein, wenn ich mein Kind das erste Mal sehe? Wie sieht er oder sie aus? Und dann ja, ist es plötzlich soweit und man kann halt ja, selber schauen, selber gucken. Das ist einfach ein total einzigartiges Gefühl und ein ganz einzigartiger Moment. Erster Moment und kaum nachdem Eugen aufgewacht ist, wir eigentlich komplett kaputt hätten sein müssen, waren wir aber irgendwie nicht, habe ich dann direkt zu Eugen gesagt, ich will auf jeden Fall noch ein Baby haben. Also, das habe ich sofort gesagt. Oh, und es war einfach so ein unglaublich schönes Erlebnis. Und es war so schön und er war so perfekt. Und es war einfach so, ich will noch mal. Es war irgendwie so die ganzen Schmerzen, alles, was ich so hatte, vergessen. War einfach vergessen. Ja. Und ich wollte einfach
das berichten ja auch viele, dass wirklich der Schmerz dann sofort vergessen war nach der Geburt und sofort weg war. Aber das kann auch einen Moment länger dauern. Das ist auch überhaupt nicht ungewöhnlich. Einige berichten auch, nee, das war bei mir nicht so. Und es hat wirklich einige Wochen gedauert. Ist alles völlig normal. Aber irgendwann ist es so, dass das auf jeden Fall in den Hintergrund rückt und ja, man einfach nur happy und glücklich ist. Und das merkt man halt auch total bei ihr. Ne? Ist richtig schön. Und auch, ich finde das richtig schön, weil das alles so positiv besetzt ist. Richtig, richtig toll. Das nochmal erleben, auch die Schwangerschaft. Das war einfach irgendwie ein bisschen traurig, dass ich keinen Bauch mehr hatte. Kann ich so gut verstehen. Und ich bin auch jetzt ein bisschen traurig, dass ich keinen Bauch mehr habe. Übrigens, das ist mein Bauch jetzt, 3 Wochen danach. Und der Bauch sah wirklich 1:1 genauso aus. Das ist halt auch das, was ich sagte. Man muss sich erstmal am Anfang mit der Schwangerschaft identifizieren. Und wenn man dann nicht mehr schwanger ist, muss man sich erstmal damit identifizieren, dass man nicht mehr schwanger ist, weil man gewöhnt sich einfach daran und man, ja, also das ist ja auch unterschiedlich. Jeder empfindet das mit dem Bauch auch unterschiedlich. Einige sagen, es stört sie, andere empfinden einfach die Schwangerschaft auch wahnsinnig schön und fühlen sich rundum wohl. Und dann kann es auch durchaus sein, dass man den Bauch ein bisschen vermisst hinterher und auch immer mal zwischendurch so ein bisschen wehmütig ist, obwohl man sich natürlich total über sein Baby freut, keine Frage. Boah, ich glaube schon 5 Tage nach der Geburt. Also es ging bei mir sehr, sehr, sehr schnell. Ich habe auch 6 Tage nach der Geburt schon wieder 61 Kilo gewogen. Das fand ich auch so krass. Mein Endgewicht war 71, dann habe ich 61 gewogen nach 6 Tagen. Und es sind einfach nur 3 Kilo mehr als mein Startgewicht. Oh wow, das ist wirklich schnell. Ja. Wie zum Teufel ist das möglich? Ja. Das ist so krass. Der Körper leistet einiges. Also auch das ist sehr, sehr individuell. Bei einigen ist es so, dass sie wirklich ganz, ganz schnell viel Gewicht verlieren. Bei anderen ist es so, dass es ein bisschen länger dauert und sie eher verwundert sind, dass sie noch nicht so viel Gewicht verloren haben. Und auch das ist wirklich super individuell von Frau zu Frau und auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft ganz unterschiedlich. Auch da würde ich euch immer empfehlen, vergleicht euch nicht, setzt euch nicht unter Druck. Alles kommt zu seiner Zeit und meist auch von ganz alleine. Von daher ganz entspannt bleiben. Bei jedem unterschiedlich, aber bei mir ging es dann irgendwie sehr, sehr, sehr fix. Also wirklich krass. Was ich aber noch sagen wollte, ist zu der PDA, weil mir ja natürlich gesagt worden ist, dass es sein kann, dass ich Kopfschmerzen bekomme oder Beinschmerzen, Rückenschmerzen. Ja. Die PDA wurde mir am nächsten Tag erst gezogen, also die Kanüle wurde erst am nächsten Tag aus dem Rücken genommen und muss aber sagen, ich hatte keine Nebenwirkungen. Ich hatte weder Kopfschmerzen noch Beinschmerzen noch Rückenschmerzen. Ich hatte so ein paar Druckschmerzen, wie so ein blauer Fleck irgendwie an der Stelle, wo die Nadel dann 3-mal gesetzt worden ist. Das war es dann aber. Und am nächsten Tag war es dann auch wieder weg. Also auch wirklich nicht der Rede wert. Also lief zum Glück alles sehr, sehr gut. Auf jeden Fall wurde er dann am nächsten Tag auch nochmal, glaube ich, gecheckt, ob alles in Ordnung ist. Und es war alles super. Er ist kerngesund. Schön. Und es ist einfach perfekt. Auf jeden Fall haben wir dann einen Tag danach, am 24.12., die Klinik auch schon verlassen. Also eigentlich hätten wir länger bleiben können, also 3 Tage, dann hätte die U2 im Krankenhaus stattgefunden. Aber wir hatten die Möglichkeit, dass der Kinderarzt zu uns nach Hause kommt. Boah, toll. An einem Sonntag, das war auch natürlich nicht selbstverständlich. Irgendwie war es dann möglich. Und das hört sich auch ein bisschen nach Schicksal an. Also das ist wirklich natürlich Jackpot, wenn man einen Kinderarzt hat, der am 24.12. nach Hause kommt zu U2. Das ist richtig, richtig toll. Und hätte ich die Möglichkeit gehabt, das so zu machen, hätte ich es auch garantiert so gemacht, außer es hätte irgendwas Medizinisches dagegen gesprochen. Aber es hört sich nicht so an. Von daher kann ich das total gut verstehen, dass sie dann auch die Chance ergriffen hat und dann nach Hause gegangen ist. Und am 24.12. dann unterm Tannenbaum zu sitzen, ja, mit Baby und Partner, es ist ja einfach auch eine mega schöne Vorstellung, also hört sich richtig gut an. Wie lange man in der Klinik bleibt nach einer Geburt, ist natürlich sehr individuell, kommt immer auch ein bisschen darauf an, wie die Geburt verläuft, wie das vielleicht mit dem Stillen, mit dem Flaschefüttern etc. so klappt. Also auch da macht euch keinen Druck, keinen Stress, entscheidet das wirklich nach eurem Bauchgefühl, wie ihr euch fühlt und wann der richtige Zeitpunkt dann ist, nach Hause zu gehen, das könnt ihr wirklich am besten entscheiden. Und dann haben wir an Weihnachten, also einen Tag nach der Geburt, das Krankenhaus verlassen, weil ich mich auch einfach wohlgefühlt habe und gut gefühlt habe. Ich wurde dann auch nochmal gecheckt im Krankenhaus, ob alles gut ist. Und die Nähte wurden gecheckt bei mir und so weiter und so fort. Der Kleine wurde auch nochmal gecheckt, ob alles in Ordnung ist. Ja. Also seinen letzten Check-up dann gemacht. Und es war alles super. Und dann hatten wir das Go zum Gehen. Voll schön. Und dann waren wir tatsächlich einen Tag nach der Geburt bei uns zu Hause und haben mit der Familie gemeinsam Weihnachten gefeiert. Richtig schön. Das war mit das Schönste überhaupt. Also wir hatten einfach das schönste Geschenk überhaupt und es war so schön. Wir hatten so ein Glück mit allem und auch mit dem Krankenhaus, mit dem Personal und
Es war alles einfach super. Es freut mich einfach so, dass alles gut ist und dass alles super gelaufen ist und dass der Kleine einfach kerngesund ist, dass ich gesund bin, dass keine Komplikationen da waren. Und klar, Schmerzen hat man bei der Geburt. Also da kann man sich nicht schönreden, dass es irgendwie nicht weh tut oder so. Vielleicht tut es bei den manchen nicht weh. Bei den einen tut es mehr, bei dem anderen weniger weh. Es war hart, es war wirklich hart. Aber es hat sich einfach so gelohnt. So, so sehr. Und es war einfach so schön, diese Schwangerschaft und dann die Geburt. Es war einfach der perfekte Abschluss für einen, oder beziehungsweise der neue, ein perfekter Anfang für ein neues Leben. Und der Kleine ist jetzt, wie gesagt, schon über 3 Wochen bei uns. Die und Zeit verfliegt. Wunderschön. Ich hoffe, dass ich alles erzählt habe und dass ich nichts vergessen habe. Falls ihr aber noch Fragen habt zur Geburt, falls ich irgendwas nicht gesagt habe und wenn euch irgendwas interessiert, dann fragt gerne in den Kommentaren. Falls die Frage noch nicht beantwortet wurde, werde ich sie euch beantworten. Ja. Und ich glaube, das war schon ein sehr, sehr langer Geburtsbericht, aber ich wollte wirklich alles auch mit reinpacken. Aber ich wollte nichts vergessen. Und das war der Geburtsbericht von unserem kleinen Nelio. Und er ist endlich da und es ist so schön. Und am liebsten würde ich es einfach nochmal machen. Ich möchte gerne einfach nochmal schwanger sein und gerne alles nochmal erleben, weil es war einfach unfassbar schön. Also macht jetzt keine Spekulationen, aber so zweites Baby, drittes Baby. Ist schon drin. Ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, noch ein Kind zu bekommen. Können wir sehr gerne eure Erfahrungen einfach mal in die Kommentare schreiben und spreadet gerne Positivity in den Kommentaren. Und damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen Mut machen, falls eure Geburt kurz bevorsteht. Definitiv. Glaubt mir, ihr schafft das, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ja. Umgibt euch mit positiven Geburtsberichten und ihr werdet es schaffen. Zu 100%ig. Ja. Ich glaube an euch und ihr kriegt es hin. So wie ich. Ich wünsche euch das Beste, bleibt gesund, fühl dich geknutscht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. So Leute, das war mein erster Geburtsbericht, den ich mir angeschaut habe und ich muss sagen, ich bin echt, ja, ich bin richtig überwältigt davon. Ich fand den richtig, richtig schön und ich finde das so toll, wie positiv Dagi das einfach alles rübergebracht hat und ja auch empfunden hat. Man merkt ja auch, dass sie es wirklich so empfunden hat. Also richtig bewundernswert und so viele wahre Worte da drin, wirklich, dass man schaut, dass man sich weniger Druck macht, dass man schaut, dass man sich mit positiven Vibes umgibt und nicht sich ständig die Horrorgeschichten anhört und wirklich auch versucht, an sich zu glauben, ja, an seinen Körper zu glauben, an sein Baby zu glauben und einfach in sich selber vertraut, weil ihr werdet das auf jeden Fall schaffen und ihr werdet das auch großartig machen. Und das ist das Allerwichtigste, dass ihr einfach wirklich an euch glaubt. Und ich muss sagen, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, liebe Dagi, dass du das auch so mit uns geteilt hast, weil ich finde, das ist keine Selbstverständlichkeit, auch so viele intime Details bekannt zu geben und einfach so von der Geburt des Kindes zu berichten. Das ist einer der einzigartigsten Momente und ja, es ist keine Selbstverständlichkeit. Von daher, ganz, ganz lieben Dank an dich. Es ist an dich, falls du das jetzt gerade siehst, ein Paket unterwegs. Und zwar habe ich dir ein Paket zusammengestellt mit den Sachen, die ich bei meinen Kindern im Wochenbett und auch in der Zeit noch danach, in den Monaten danach, wirklich am meisten genutzt habe und die mir wahnsinnig gut geholfen hat. Das ist jetzt schon unterwegs an dich und sollte doch demnächst die nächsten Tage ankommen. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr möchtet, dass wir öfter solche Berichte machen, bei mir hat es gerade mega viel Spaß gemacht, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben!